In meinem Dorf ist jeder willkommen. Es ist einer der wenigen Orte, die wirklich noch ruhig sind. Wir haben viel Wald, viel Natur. Man kann stundenlang spazieren. Uns ist es ganz egal, wie du aussiehst, woran du glaubst. Wir freuen uns immer, wenn jemand vorbeikommt. Die nächste Stadt ist mehrere Tagesreisen entfernt und kaum jemand weiß von uns. Ungestört, friedlich. Nun, wenn du herkommst, wir freuen uns, denn die Ernte war schlecht. Werde ein Teil von uns. Ich bin Sprengmeister, also eigentlich heißt das Ganze Sprengberechtigte, aber Sprengmeister sagt den Leuten meist mehr. Seit gut 20 Jahren mache ich das jetzt. Häuser, Minen, alles weitere. Da, wo ich eben gebraucht werde. Ich habe einen eigenen Betrieb und werde in der Regel für kleine Aufträge angefragt. Leider ist die Wirtschaftslage schlecht. So schlecht, dass ich mittlerweile jeden Auftrag annehme, den ich kriegen kann. Es ist zwar nicht so, dass man als Sprenger jede Woche irgendwo hinfahren muss, meist sind das jeden Monat nur einzelne Aufträge, die aber genug Geld bringen. Nun schon seit ein paar Monaten Flaute. Leider. Scheiß Zeiten, aber was soll man machen? Eines Tages wurde ich angerufen von einer Firma, die von dem Staat einen Auftrag bekommen hatte, dabei aber Hilfe brauchen würde. Der Auftrag war es, in eine Kleinstadt zu reisen und dort jedes Gebäude zu markieren, damit es von einem Sprengteam möglichst effizient beseitigt werden konnte. Eine ganze Stadt? Das war eigentlich viel zu viel für mich und im Regelfall hätte ich so einen Auftrag auch nicht angenommen. Die Sprengungen mussten nicht perfekt sein, es gab keine Anwohner, nichts. Nur eine leere Stadt, die weg sollte. Warum? Keine Ahnung. Wen interessiert das schon, wenn das Geld stimmt? Ich hatte 2 Wochen Zeit für das Ganze und es wären insgesamt circa 20 Gebäude, so beschrieb man es mir. Kleinstadt ist wohl übertrieben. Es war ein Dorf. Ein richtiges Kaff. Ein leeres, totes Scheißkaff. Tatsächlich darüber wissend hatte ich allerdings kaum etwas, nicht einmal wie das Dorf hieß. Das würde ich wohl erst dann erfahren. Ich fuhr am vereinbarten Termin mit dem Zug zum nächstgelegenen Bahnhof bei dem Dorf. Man würde mich abholen lassen, so hatte man es mir versichert. Ich war rund eine halbe Stunde vor dem besagten Termin da, allerdings wartete schon ein Mann im Anzug, also störte mein frühes Erscheinen nicht. Er schien nicht einmal 20 Jahre alt zu sein und ich musterte ihn leicht abschätzig. Aus seiner Hemdtasche fummelte er eine Packung filterlose Zigaretten. E&B-Zigaretten, Ebony and Brooks. Ich konnte das Logo schon von weitem erkennen. Ich hatte sie selbst jahrelang geraucht. Kann ich auch eine haben? Ich weiß nicht warum, ich hatte vor Jahren aufgehört, aber irgendwie fühlte es sich in dem Moment richtig an. Er reichte mir die Packung und ich zog eine heraus. Sind Sie der Sprengtypi? Fragte der junge Mann, während er mir Feuer gab. Ich bin der Sprengtypi. Sind Sie der Anzugtypi? Sagte ich und lächelte verschmitzt. Ich inhalierte den Rauch tief und spürte, wie das Nikotin durch meine Adern floss. Dieses Gefühl ist schwer zu beschreiben für jemanden, der noch nie geraucht hat oder niemals aufgehört und dann wieder angefangen hat. Ich soll Sie in die Stadt fahren, alles zeigen, Schlüssel geben und so weiter. Sie wissen schon. Ich nickte und zog noch einmal an der Zigarette. Brauchen Sie noch irgendwas oder können wir losfahren? Ich gehe noch schnell drüben in den Bahnhofsladen. Zigaretten. Seit 8 Jahren Nichtraucher, aber irgendwie fühlt es sich einfach nicht falsch an, sich ein Päckchen und ein Feuerzeug zu kaufen. Draußen stand schon der Wagen, ein winziges Teil mit einer dieser Alibi-Rückbänke. Wir fuhren aus der Kleinstadt heraus über eine stark gewundene Straße, die durch einen immer dichter werdenden Wald führte. Auf der ganzen Fahrt kam uns niemand entgegen. Kein Radfahrer, kein Fußgänger am angrenzenden Waldweg, kein Auto auf der Straße, auch kein Tier war zu sehen.
Nach über einer Stunde lichtete sich der Wald ein wenig und die Straße führte in eine leichte Senke. Von dem Punkt aus, bei dem wir an dem Ortsschild mit der Aufschrift Grabach vorbeifuhren, konnte man schon das komplette Dorf überblicken. Ein großes Haus in der Mitte und sonst weitere und weitere kleine Häuschen kreuz und quer an der Straße, die sich wohl nicht nach ordentlicher Städteplanung, sondern einfach so nach Lust und Laune angesiedelt hatten. Wir stiegen vor dem größten Haus aus dem Wagen. Willkommen stand auf einer rostigen grünen Plakette. Nicht so ein Grün wie von Wiesen oder Büschen, es war einer dieser Grüntöne, welchen man Autos gab, wenn sie besonders hässlich aussehen sollten. Also, im Kühlschrank ist Essen, allgemein sonst gibt es auch noch einige Vorräte in der Vorratskammer. Verhungern werden sie also nicht. Telefon funktioniert nicht mehr, schon überprüft. Mit dem Handy haben sie hier leider auch nur richtig beschissenen Empfang. Oben auf dem Dach, wenn überhaupt, sagte der junge Anzugträger und drückte mir den Schlüssel in die Hand. Eine kurze Pause entstand und ich blickte mich um. Warum ist dieses Dorf eigentlich so verlassen? Kopfschüttelnd sperrte er die Wagentür wieder auf. Keine Ahnung, komm nicht von hier. Also rufen Sie an, falls Sie früher fertig sind. Sonst bis in 2 Wochen. Ich nickte und sah dem Kleinwagen hinterher. Der Eingang zum Gemeindehaus war eine schwere Holztür, die angelehnt war. Es wirkte etwas altmodisch und eine seltsame Ruhe herrschte im Ort. Ich drückte die Tür auf und trat ein. Hier waren ein paar Bänke an die Seite geräumt worden, die stille Zeugen einstiger Geschäftigkeit waren. Stufen führten in den ersten Stock, in dem ein Zimmer zur Rechten lag, eins links und eins direkt vor mir. Neben der Treppe war ein Geländer, so kam man auf den Balkon, dessen Zugang allerdings abgeschlossen war. Keiner der Schlüssel passte. Ich kratzte mich am Kopf, wie sollte ich denn jetzt auf das Dach kommen? Schließlich konnte ich deutlich sehen, dass eine Leiter direkt neben der Türe aufgestellt worden war. Dann musste ich lachen und trat die Tür einfach ein. Es würde doch sowieso alles gesprengt werden. Ich schaltete mein Handy an und trat über den Balkon auf die Leiter nach oben. Anscheinend war die Leiter für den Schornsteinfeger oder so aufgestellt worden. Ich ging wieder hinein, um mir den Rest des Hauses anzusehen. Das Zimmer, in dem ich schlafen würde, war nur spärlich möbliert. Ein Bett, ein kleiner Nachttisch. Das war's. Die restlichen Räume waren komplett leer. Es hatte etwas Gespenstisches. Ich ging wieder nach unten und sah mir alles noch einmal genauer an. Ich fand endlich den Kühlschrank und eine kleine Gefriertruhe, Pizza, etwas Obst. Im Regal standen Unmengen an Spaghetti, dann weiter hinten mehrere Wasserkästen. Ja, das würde reichen. Zumindest in dieser Hinsicht hatte man nicht gespart. Ich beschloss, mir die Gegend anzusehen, um mir einen Überblick zu verschaffen. Es war so seltsam still. Das einzige Geräusch war der Wind, der alles in einer minimalen Bewegung hielt. Allein in der Natur, die irgendwie feindlich wirkte. Vielleicht auch nur, weil ich allein war. Die meisten der Häuser waren baufällig und es würde nicht schwierig sein, gute Stellen für den Sprengstoff zu finden. Es waren nicht ganz 20 Stück, lediglich 15, was mich etwas verwunderte. Es wurde allerdings schnell spät, sodass ich zurück in das Haus ging, mich langsam auf den Weg ins Bett zu machen. Die lange Fahrt hatte mich angestrengt. Auch wenn mir die Umgebung fremd war, dauerte es nicht lange, bis ich einschlief. Meine Träume waren diffus, albtraumhaft und so intensiv, dass ich bald aufwachte. Schweißgebadet zitterte ich ein wenig, langsam verstehend, dass das alles nur ein Traum gewesen war. Doch dann. Was war das? Scheiße, war irgendjemand im Haus? Ich fing an, mich in meine Albträume zurückzuwünschen. Möglichst leise stand ich auf und spähte durch die Tür. Hatten mir meine Ohren einen Streich gespielt. Obwohl es nun komplett ruhig war, musste ich nachsehen, was passiert war. Doch ich konnte nichts finden. Einschlafen konnte ich danach nicht mehr. Irgendwie verstörte mich die Vorstellung, gleichzeitig allein und nicht allein zu sein. Ich wischte die Gedanken beiseite, frühstückte ausgiebig und fing gegen Vormittag an, die Gebäude zu inspizieren.
Vom Ortseingang zum Ortsende hin würde ich jedes Gebäude auskundschaften und gute Orte für den Sprengstoff suchen. Im ersten Haus fand ich Müll, alles in Säcke verpackt, unendlich viel Müll, neben und aufeinander gestapelt, ohne nachvollziehbares Muster. Ich ignorierte die verpackten Plastikflaschen und bahnte mich durch das Haus. Hier gab es eine gute Stelle in der Nähe der Tür und dann noch einmal eine an der Decke des Kellers. Das sollte das Haus schnell und effektiv zerstören. Ich ging an dem Tag noch drei weitere durch. Als ich im Dachboden eines alten Fachwerkhauses war und gerade eine rauchte, schaute ich gelangweilt aus dem Fenster. Die Berge und Wälder, so unglaublich ruhig. Dann, im Augenwinkel, eine Bewegung. Hatte ich da nicht einen Schatten vorbeihuschen sehen im Fenster gegenüber? Ich war mir nicht sicher. Zielstrebig lief ich hin, hatte mir eine herumliegende Stange gepackt, um mich notfalls zu verteidigen, aber im ganzen Haus war niemand. Es machte mir Angst, aber irgendwie mussten mir meine Gedanken einen Streich gespielt haben. Die Einsamkeit wahrscheinlich. Ich machte mir Abendessen und legte mich dann schlafen. Ich redete mir ein, dass da draußen nichts war. Trotzdem stellte ich einen Stuhl in die Schlafzimmertür und blockierte sie damit. Sicher ist sicher. Ich legte mich dann schlafen, doch wälzte mich nur hin und her. Es beunruhigte mich zu sehr. Dann wieder. Jetzt aber! Ich entfernte den Stuhl so schnell es ging, trat aus der Türe und sah nach. Doch wieder war niemand hier. Verdammt! Ich ging nach unten und mir wurde schlagartig klar, dass hier jemand sein musste, denn die Packungen der Vorräte waren allesamt aufgerissen und alles war auf dem Boden verteilt worden. Es war wirklich genug. Ich ging nach oben, griff wieder die Eisenstange und lief hastig nach draußen. Wer da auch immer war, das würde jetzt ein Ende finden. Ich würde mich doch nicht ins Boxhorn jagen lassen. Ich lief zum Ende der Stadt und dann zurück zum Ortseingang, doch niemand war dort. In der Zwischenzeit hatte es zu regnen begonnen und dann sah ich am Ortseingang auf dem Ortsschild, dass das Grabach nicht mehr da war. Es war weggewaschen worden. Jetzt hatte ich Angst. Das war so fremdartig. Hastig und von der Angst getrieben, lief ich zurück zu dem Haus, stürzte durch die Türe die Treppe nach oben auf den Balkon, über die Leiter auf das Dach und zog mein Handy heraus. Manisch versuchte ich irgendwo einen Balken zu bekommen, aber ich bekam es, wenn überhaupt nur sporadisch. Durch meine hastigen Bewegungen rutschte ich fast aus. Ich konnte mich gerade so auf dem Dach halten, wandte allerdings deswegen meinen Blick vom Display des Handys ab. Im Augenwinkel erkannte ich wieder eine Bewegung. Tatsächlich, hinter einem der Fenster starrte mir eine undeutliche Fratze entgegen. Nur einen Moment, dann war sie weg. Ich erschreckte mich so sehr, dass ich dann doch den Halt verlor und fast vom Dach gefallen wäre. Mühsam rappelte ich mich auf, hoffte irgendwie Empfang zu bekommen, doch gab den Gedanken schnell wieder auf, stieg vom Dach, packte mir ein paar wenige Habseligkeiten die Eisenstange und rannte los. Was auch immer dort war, irgendetwas war gewaltig falsch in dem Dorf. Ich rannte und rannte und rannte die Straße entlang, durch den Wald, solange bis das Dorf außer Sichtweite war, meine Lungen brannten und ein weiterer Schritt mich umgebracht hätte. Keuchend stand ich auf der Straße, schweißnass, Entsetzen im Gesicht. Es war mir auch egal, dass ich völlig verstört, zerstört, zerbombt aussah, als ich endlich die nächste Stadt und den Bahnhof erreichte. Ich war einfach froh, nach Hause fahren zu können, froh, weg von alledem zu sein. Die Bahnfahrt ging lang und zu Hause schleppte ich mich mühsam die Holztreppe hoch und duschte erst einmal. Dann rief ich bei der Firma an, die mir den Auftrag gegeben hatte. Ich hatte einige verpasste Anrufe von der Firma auf dem Handy, die ich wohl nicht empfangen hatte, weil der Empfang in Grabach so schlecht gewesen war. Rock Black Zweigstelle, was kann ich für Sie tun? Guten Tag, ich bin der Sprengmeister Marcel Trimon, den Sie engagiert haben, wegen des Dorfes. Warten Sie, ich verbinde Sie mit der richtigen Stelle. Es wird nur einen Moment dauern. Ein repetitives Lied spielte in der Warteschleife und es dauerte einige Minuten, bis ich durchgestellt war. Herr Trimon, schön, Sie zu sprechen. Wir waren sehr verwundert. Ja, ich ebenfalls. Wie meinen Sie das?
Naja, sie sind nicht erschienen. Wir wollten sie pünktlich abholen und nach Egeldorf bringen, aber zu dem vereinbarten Termin waren sie nicht da. Wir haben gewartet und sie zu Hause angerufen. Dort waren sie nicht, und dann haben wir es eine Stunde später auch noch auf ihrem Handy probiert, weil sie ja meinten, nur in Notfällen. Aber auch da ging direkt die Mailbox ran. Ich wurde doch abgeholt. Ein junger Mann, vielleicht Mitte 20? Herr Trimon, wir haben Ihnen unsere Fahrerin Simone Schönblick zugesendet. Keinen Fahrer. Wovon sprechen Sie? Für einen Moment war ich ganz ruhig und meine Gedanken versuchten, das Gehörte zu verarbeiten. Herr Trimon? Ja, Entschuldigung. Wir mussten den Auftrag nun jemand anderem geben. Sie waren einfach nicht zu erreichen. Ich schluckte und legte auf. Das war jetzt wirklich nicht mehr wichtig. Egeldorf. Kein Grabach. Ich sah im Internet nach, hier gab es keinen einzigen Eintrag zu Grabach. Wer war dieser Typ, der mich abgeholt hatte? Warum hatte man mir das angetan? Alles wirkte so wirr, so unglaublich bizarr. Es war einfach zu viel für mich. Doch wenigstens war ich entkommen. Nun war alles wieder gut. Ich konnte mich endlich beruhigt hinlegen. Ich legte mich ins Bett, konnte nicht direkt einschlafen. Trotzdem ging es mir viel besser als vorher. Die Straßen rein und leer. Ich gehe häufig spazieren, meistens morgens, wenn die Vögel langsam nacheinander anfangen zu zwitschern. Die Luft ist selbst in den Sommertagen noch erträglich. Ich bin in ein kleines Dorf gezogen, einfach nur meine Ruhe zu haben. Ich könnte mich niemals in eine Stadt gewöhnen. Ein sanfter Luftzug durchfährt die Natur und die Äste der Bäume zittern kurz. Es sind Details, die mich zur Ruhe kommen lassen. Das Dorf ist ziemlich abgelegen und ich muss fast 40 Minuten fahren, um überhaupt einkaufen zu können. Aber das nehme ich gerne in Kauf für diese Spaziergänge, bei denen mich niemand stört. Auf den Straßen ist niemand, alles frei. Platz für mich, Platz für meine Gedanken. Ich setze mich auf eine Bank und sehe über die Straße hinweg. Lasse meinen Blick vom Friedhof bis zu dem Brunnen schweifen. Das Dörfchen ist genau das, was ich immer gesucht habe. Die letzten Monate habe ich zu einer inneren und auch äußeren Ruhe gefunden, die ich niemals für möglich gehalten hätte. Ich stütze mich auf der Parkbank ab und stehe auf, gehe die Straße nach unten und nehme die scharfe Biegung. Gedanken verloren gehe ich weiter und achte kaum auf meine Umgebung, bis ich etwas bemerke. Ein Fehler. Ein Problem. Ich fixiere den Punkt, der mich irritiert, und kann die Silhouette nun deutlich ausmachen. Unerträgliche Kopfschmerzen. Kalter Schweiß breitet sich auf meinem Körper aus. Ich zittere. Dann drehe ich mich um und renne, renne und renne, bis ich in meiner Wohnung bin. Ich schließe die Tür mehrfach ab und setze mich auf einen Platz, von dem ich gleichzeitig durch das Fenster auf die Straße sehen und die Tür beobachten kann. Ich muss mich geirrt haben, sage ich mir. Auf der Straße war ein Mensch. Auf der Straße war kein Mensch. Es hat Wochen gedauert, dieses Dorf zu reinigen. Es kann nicht sein, dass irgendjemand hier ist. Ich gehe ins Schlafzimmer und hole meine Pistole, um draußen wieder für Ruhe zu sorgen.
Im ganzen Reich hatte es in den letzten Jahren mehrere Fälle von Seuchen gegeben und die neueste, das Rotfleckenfieber, griff besonders gierig um sich. Nach der großen Seuche 1907 wurden jährliche Kontrollen aufgegeben und Jonathan Kain, seines Zeichens Beauftragter der Seuchenkontrollbehörde, war vor ein paar Tagen mit dem Zug in Gretthof angekommen, um mögliche Gefahrenquellen zu untersuchen. Grettbach lag auf halber Strecke zu Weißfurt und war ein einfaches Städtchen. Nicht so einfach, dass es keinen Bahnhof gegeben hätte, aber so ländlich, dass nur dreimal am Tag ein Zug über die Schienen rollte. Zwei Personenzüge und ein Güterzug, der etwaige Rohstoffe lieferte und gefertigtes Material wegbrachte. Die Stadt verdiente ihren Unterhalt insbesondere durch die Produktion von Waffen, zumindest nach den Informationen, die Jonathan hatte. Ganz im Sinne des Staates. Die Fahrt war nicht einfach gewesen, das Städtchen lag etwas weiter entfernt vom Zentrum des Reiches, sodass es fast 6 Stunden gedauert hatte, herzukommen. Erst war Jonathan von Heidelberg nach Leipzig gefahren, dann weiter mit einem Fahrer in Markbach, ein Dörfchen mit gerade einmal 4 Häusern. Er konnte mit einem der Besitzer für die Nacht ein Quartier telefonisch vereinbaren und wurde am nächsten Tag nach Bismund gebracht, wo er mit dem Zug nach Gretthof fuhr. Nun hatte er sich in einem Gasthaus in Gretthof einquartiert und wollte diesen Morgen direkt zum Bürgermeister gehen, das Unterfangen erklären. Man hatte ihm wie gewünscht das Frühstück mit einem Klopfen vor das Zimmer gestellt und er plante den ungefähren Tag. Sein Auftrag bestand darin, die üblichen Vorgehensweisen zu erklären, die getroffen werden mussten, wenn es tatsächlich zu einem Fall von Rotfleckenfieber kommen würde, und zu kontrollieren, wie die Wasserversorgung funktionierte. Ebenfalls wollte er weitere mögliche problematische Teile der Stadt kontrollieren. Er ging nach draußen und machte sich auf den Weg zum Rathaus. Das verbrannte Holz aus den Öfen und der Qualm aus den Fabrikschloten gemischt mit der Kälte des Winters machten das Atmen anstrengend. Das Rathaus war nur wenige Minuten entfernt und als er eintrat, sah er direkt eine Empfangsdame, die kurze Zeit später mit ihm einige Einzelheiten besprach. »Guten Tag, mein Name ist Jonathan Kain. Ich bin von der Seuchenkontrollbehörde geschickt worden und soll eine Kontrolle sowie Unterweisung durchführen.« »Warten Sie einen Moment bitte. Ich muss das mit dem Bürgermeister besprechen«, sagte die Frau und wirkte etwas unsicher. Sie lief zu einer Tür gegenüber von Jonathan und öffnete sie, schloss sie hinter sich und kurz hörte man 2 Stimmen. Einen Moment später trat sie wieder heraus. »Sie können hereinkommen.« Jonathan nickte und ließ die Tür hinter sich. »Setzen Sie sich bitte«, sagte eine kratzige Stimme. Der Stuhl war von seinem Schreibtisch etwas entfernt. Jonathan wollte ihn schon heranrücken. »Bleiben Sie bitte dort. Ich habe eine leichte Grippe. Ich möchte Sie nicht anstecken.« »Natürlich. In Ordnung, in Ordnung«, sagte Jonathan und setzte sich. »Warum sind Sie hier? Meine Sekretärin sagte mir, dass Sie vom Reich geschickt worden sind. Ich hoffe, die Abgaben sind zur vollsten Zufriedenheit.« »Ich bin nicht von der Steuerbehörde. Keine Sorge. Haben Sie keinen Brief von der Seuchenkontrollbehörde erhalten?« »Nein, leider nicht. Ein derartiges Schreiben ist hier nie angekommen.« Jonathan runzelte die Stirn. Das war unangenehm, aber durchaus vertretbar. »Ich bin hier, um zu kontrollieren, ob es in dieser Stadt Fälle von Rotfleckenfieber gibt. Kennen Sie diese Krankheit?« »Nein, tut mir leid.« »Besser so. Eine widerliche Krankheit, die in letzter Zeit im Reich um sich greift und schon einige 100 Leute dahingerafft hat. Nach der großen Seuche 1907 wurde meine Behörde ins Leben gerufen. Ich kontrolliere, ob es Krankheitsfälle gibt, gewisse Akten in den örtlichen Krankenhäusern, die Wasserversorgung.« »Ich werde Ihnen Einsicht geben, alles, was Sie brauchen.« »In den nächsten Tagen erhalten Sie einige Unterlagen, damit Sie wissen, wie im Falle einer Erkrankung zu verfahren ist.« »Danke. Nun, was möchten Sie sich alles konkret ansehen?« »Ich brauche alle Unterlagen des örtlichen Krankenhauses, Zugang zur Wasserversorgung, ebenso Einsicht in alle weiteren Akten, die relevant sein könnten.« Der Bürgermeister runzelte die Stirn. »Ich werde morgen mit dem Leiter des Krankenhauses reden. Ich denke, übermorgen sollten Sie die Akten bekommen. Weitere Akten fallen mir nur bedingt ein. Höchstens eine Kopie aus dem etwas entfernten Nachbardorf bezüglich der Seuche 1907. Dann noch bezüglich der Wasser- und Abwasserversorgung. Dort laufen momentan gewisse Arbeiten. Diese sollte also erst in 3 Tagen wieder zugänglich sein.« »Ich werde mich übermorgen bezüglich der Akten des Krankenhauses hier noch einmal melden.« »Ich lasse sie Ihnen zuschicken. Was die Kosten Ihrer Unterkunft betrifft, übernimmt das die Stadt?« »Nein, das Reich hat mir genügend Mittel zur Verfügung gestellt.« »Gut, gut. Naja, dann danke für Ihre Bemühungen. Sagen Sie der Sekretärin, dass Sie den Seuchenbericht für das Nachbardorf brauchen.« »Werde ich. Schönen Abend noch und danke für Ihre Hilfe.« Der Bürgermeister nickte.
Jonathan trat heraus und es stimmte ihn fröhlich, auf keinerlei Hindernisse gestoßen zu sein. Ich bräuchte den Seuchenbericht des Nachbardorfes aus dem Jahre 1907. Einen Moment, warten Sie kurz, sagte die Frau, ging zu einer anderen Tür und kam wenig später mit ein paar Blättern zurück. Ich glaube, das müsste alles sein. Danke. Er ließ sich ein kleines Abendessen bringen und ging nach dem Studium des Berichtes früh schlafen. Der Bericht war leider wenig aufschlussreich gewesen. Als er aufwachte, stand vor der Tür ein Frühstückstablett und er aß es gemütlich. Heute würde er sich die gesamte Stadt genauer ansehen. Es gab immer Faktoren, durch die Seuchen auftreten konnten. Genau wusste man ja auch immer noch nicht, wie das Rotfleckenfieber übertragen wurde. Erst sah er sich das große Fabrikgelände an, aber konnte dort keine problematischen Stellen entdecken. In der Innenstadt war das meiste akzeptabel. Er wollte sich auch die Kornspeicher ansehen, doch war dort der Zugang versperrt. Er würde den Bürgermeister wohl noch einmal fragen müssen. Schließlich beschloss er, zu den Feldern zu gehen. Die Kornspeicher waren ja verschlossen, die Akten bekäme er erst morgen und die Wasserversorgung konnte er erst übermorgen in Augenschein nehmen. Die weitläufigen Felder lagen brach und auf ihnen standen dürre Kühe. Ein großes Landhaus stach aus der kargen Landschaft heraus. Jonathan marschierte darauf zu und klopfte. Er wollte ein paar Informationen darüber, wie alles hier funktionierte, welchen Standards alles entsprach. Nach einiger Zeit öffnete ein Mann in den besten Jahren. »Guten Abend«, sagte er stirnrunzelnd. »Kann ich mit dem Herrn des Hauses reden, oder so?« »Nein, nein, ich bin sein Schwager. Was wollen Sie hier?« »Ich bin Beauftragter im Namen der Seuchenkontrollbehörde. Ich bin hier, um einige Städte zu kontrollieren.« Der Mann runzelte ein weiteres Mal die Stirn. »Vom Reich?« »Höchstpersönlich. Ich bin allerdings noch nicht lange bei der Behörde.« Kopfschüttelnd trat der Mann zur Seite und ließ Jonathan herein. »Ich hole ihn.« »In Ordnung.« Nach einigen Minuten kam er mit einem pausbäckigen Mann zurück. »Ein Mann vom Reich. Ich hoffe doch, es gibt keine Probleme. Die Abgaben sind doch angekommen, oder? Gregor, hast du die Abgaben gezahlt?« »Der Mann kommt nicht von der Steuerbehörde, sondern von der Seuchenkontrollbehörde.« »In der Tat. Mein Name ist Jonathan Kain. Ich bin vom Reich beauftragt worden, einige Städte zu kontrollieren.« »Gibt es ein Problem?« »Machen Sie sich keine Sorgen. Das ist nur eine Kontrolle, um dafür zu sorgen, dass so etwas wie 1907 nicht wieder passiert.« Der Blick des Mannes verdüsterte sich. 1907 hat zwei meiner Brüder hingerafft, die weggezogen waren. Ich werde Ihnen helfen, so gut ich kann. Was brauchen Sie?« »Ich müsste wissen, wie das hier abläuft. Das Gelände ein wenig ansehen. Auch bezüglich des Kornspeichers bräuchte ich die ein oder andere Information.« Knapp 4 Stunden erzählte der Besitzer über die Felder und den Ablauf. Auch der Kornspeicher wurde beschrieben und sogar ein älterer Plan vorgelegt. Jonathan würde darauf bestehen, einen weiteren Kornspeicher zu errichten und die Wände zu verstärken. Sein Auftrag lief immer noch recht unproblematisch ab. Das freute ihn. »Ein Lüftchen zieht herauf«, sagte der Besitzer, als sie gerade ein paar Werkzeuge begutachteten. »Es wird stürmen.« »Stürmen?« »Ja, es sieht nach einem Sturm aus. Nun, wir sollten den Rundgang langsam beenden. Brauchen Sie noch etwas?« »Momentan nicht. Falls es noch etwas gibt, werde ich mich natürlich melden, aber es sieht gut aus.« Zu Fuß ging er zurück zur Stadt und nahm ein frühes Abendessen zu sich. Trotz des heftiger werdenden Sturms konnte er gut schlafen. Morgen würde er weitere Informationen von dem Krankenhaus bekommen. Bei Anbruch des Tages lagen neben dem Frühstück die versprochenen Akten. Den Rest des Tages verbrachte er damit, sie konkreter zu studieren. Zwischen den ganzen Blättern konnte er allerdings nicht wirklich etwas Nützliches finden. Um die Informationen zu verarbeiten und seinen Bericht besser schreiben zu können, beschloss er, gegen Abend noch einmal kurz spazieren zu gehen. Der Sturm hatte auf den Straßen gewütet, außerhalb der Innenstadt sollte es laut dem ein oder anderen Gesprächsfetzen sogar noch schlimmer aussehen. Nach einer guten halben Stunde ging er zurück ins Zimmer und aß das bereitgestellte Abendbrot. Morgen wäre die Wasserversorgung dran, wenn alle Arbeiten erledigt wären, könnte er endlich alles kontrollieren. Er schrieb lange an seinem Bericht, merkte insbesondere die Überlegungen zum Kornspeicher an, aber auch, dass es bislang keine Probleme oder Hinweise auf eine Seuche gab. Wenn man doch nur endlich ein Heilmittel finden oder zumindest die Herkunft und Übertragung bestimmen könnte. Das Reich hätte eine Sorge weniger. Am nächsten Tag machte er sich nach dem Frühstück auf zum Rathaus, um die Wasserversorgung zu kontrollieren. Auf der Straße wurde heftig über die Folgen des Sturmes diskutiert. Genaues bekam er allerdings nicht mit. Er ging weiter zum Rathaus und man ließ ihn direkt zum Bürgermeister. Der Stuhl war noch immer etwas entfernt. Den Blick von Jonathan richtig deutend, sagte er: »Die Grippe.
Hoffentlich geht's bald besser. Gute Besserung. Danke, danke. Sie kommen wegen der Wasserversorgung? Ja, ich dachte, heute könnte man das in Angriff nehmen. Ich werde jemanden suchen, der sich darum kümmert. Ich denke, in einer Stunde können Sie alles in Augenschein nehmen. Haben Sie das mit den Bauern mitbekommen? Die ganze Herde. Einfach tot. Schlimme Sache. Was ist überhaupt passiert? Der Sturm. Heute Morgen hat er wohl die Kühe gefunden. Überall kleine Verletzungen. Und das hat sie wohl umgebracht. Wie? Inwiefern? Fragte Jonathan irritiert und stockte. Überall rote Punkte. Vielleicht von umherfliegenden Schutt. Hat mir die Sekretärin erzählt. Das Rotfleckenfieber. Zuerst sterben immer die Kühe. Sagte Jonathan mehr zu sich selbst. Die Seuche? Der Bürgermeister stockte. Die Seuche. Wir müssen handeln. Wie kann es ausgebrochen sein? Kurz zögerte er. Er überlegte, dann klärte sich sein Blick auf. Der Sturm. Der Sturm muss der Auslöser sein. Bisher waren wir uns nicht hundertprozentig sicher, wie es übertragen wird. Aber es muss der Sturm sein. Alles andere macht keinen Sinn. Was müssen wir tun? Jonathan machte eine Pause. Wir müssen Maßnahmen ergreifen. Er zögerte. Es war für das Reich. Es war die einzige Möglichkeit. Was für Maßnahmen? Er zögerte noch einmal. Wir müssen zum Wohle vieler einige entfernen. Was genau meinen Sie? Wir müssen alle vom Land erschießen und das Haus sowie die Felder mit den Leichen abbrennen. Sie sind doch... Es ist die einzige Möglichkeit. Alles andere würde die Stadt niederraffen. Verstehen Sie? Zum Wohle aller müssen einige eben sterben. Sonst sterben wir alle. Der Bürgermeister zitterte ein wenig. Es muss doch irgendwie... Wir müssen jetzt handeln, sonst bringen sie ihre gesamte Stadt um. Der Bürgermeister stand auf und ging nach draußen. Silke! Rief er. Sie trat mit ihm herein. Hol den Polizeichef. Wenig später kam auch der Polizeichef und man erklärte die Lage. Wir können die Leute doch nicht einfach töten. Das ist doch verrückt! Sagte der Polizeichef und schüttelte den Kopf. Es ist die einzige Möglichkeit. Wir müssen uns beeilen, bevor es zu spät ist. Er hat recht, stimmte der Bürgermeister zu. Nachdem noch einige Zeit diskutiert wurde, entschied man sich dann, alles in die Wege zu leiten. Die gesamte Polizei wurde zusammengetrommelt und mit Benzin, Feuerzeugen und Pistolen ausgerüstet. Zusammen ging der Machtapparat zu dem Landhaus und alles wurde in Benzin getränkt. Es schmerzte Jonathan natürlich, aber es war die einzige Möglichkeit und jetzt war immerhin klar, wodurch die Seuche übertragen wurde. Sein Bericht und dieser Fall würden wertvoll sein und das Opfer der Bauern würden dem ganzen Reich helfen. Man sagte den Leuten, dass sie im Haus bleiben sollten. Jeder Bewohner, der versuchen würde, herauszukommen, würde direkt vom Polizeikommando erschossen werden. Das konnte Jonathan nicht mit ansehen. Selbst als er schon fast wieder bei der Stadt war, konnte er noch die Schreie hören. Mehrere Leute im Städtchen kamen auf Jonathan zu. Er konnte nur den Kopf schütteln. Inständig hoffte er, dass der Bürgermeister die Leute aufklären würde. Am nächsten Tag hatte sich alles schon etwas beruhigt, aber trotzdem war es immer noch das häufigste Gesprächsthema. Mittlerweile wusste man von dem Fall und man sah immer mehr Leute mit einem Taschentuch vor dem Mund umherlaufen. Auch Jonathan selbst trug die meiste Zeit ein Taschentuch. Im Rathaus informierte er die Sekretärin, dass er nun die Wasserversorgung begutachten wollte. Ich werde kurz mit dem Bürgermeister sprechen. Nach einigen Minuten kam sie wieder heraus und nannte ihm den Mann, mit dem er sprechen sollte. Hugo hieß er und müsste in dieser Zeit wohl im Gasthaus zu finden sein, in dem Jonathan auch nächtigte. Jonathan ging zurück zum Gasthaus und fand in den unteren Räumen tatsächlich einen mittelalten Mann, rot im Gesicht und vor sich ein Krug Bier. Er mochte den Anblick von Menschen, die so früh tranken, nicht. Es hatte etwas Unangenehmes. Entschuldigen Sie? Ja? Was gibt's? Sie sollen mir die Wasserversorgung zeigen. Ach stimmt, wurde mir ja gesagt. Also, gehen wir los? Jonathan nickte und nachdem Hugo in einem Zug seinen Krug leerte und zahlte, gingen sie heraus und am Rand der Stadt passierten sie ein eisernes Gitter, liefen über abgetretene Stufen nach unten, um die Wasserversorgung genauer zu begutachten. Viele Teile waren rostig und müssten ausgebessert werden, auch die Filter waren schon seit langer Zeit nicht mehr ordnungsgemäß gewechselt worden. Es dauerte ein paar Stunden, bis er alle Informationen hatte, ging dann zurück und schrieb müde seinen Bericht. Den Vorfall vom Tag zuvor notierte er ebenfalls. Immer wieder holten ihn die Bilder ein. Am nächsten Morgen wurde er durch heftiges Klopfen an der Tür geweckt. Der Bürgermeister muss Sie sprechen! Was ist denn? Ein neuer Fall.
Wieder ist jemand erkrankt. Plötzlich war Jonathan hellwach. Was war passiert? War jemand von dem verdammten Landhaus geflohen? Als er unten ankam, stand dort schon die Polizeidirektion und der Bürgermeister. Der Polizeichef ergriff das Wort. Einer der Arbeiter in der Fabrik ist betroffen. Jonathan zögerte, aber es gab keine andere Möglichkeit, auch wenn es ihm schwer fiel. Wir müssen wie beim Bauernhaus verfahren, sagte er trocken. Das geht nicht. Wir müssen. Es geht nicht. Das Pulver in der Fabrik, wir können es nicht niederbrennen. Und die Arbeiter lassen sich sicher nicht einfach erschießen. Wir müssen, wiederholte Jonathan. Nein, es ist nicht möglich. Welche Option haben wir noch? Jonathan überlegte, darauf war er nicht vorbereitet gewesen. Es war nicht die beste Lösung, aber wohl die einzige, die übrig blieb. Quarantäne. Niemand darf die Fabrik verlassen, sonst wird er direkt erschossen. Die Fenster müssen verschlossen bleiben, die Türen ebenfalls. Der Bahnhof muss gesperrt werden. Sorgen Sie dafür. Der Bürgermeister nickte. Ich werde mich darum kümmern. Er sah zu, wie die Fabrik abgesperrt wurde und die Polizei anfing zu patrouillieren. Zum Wohle aller. Der Gedanke durchzog ihn wieder. Die Stadt hatte sich verändert und man merkte den Leuten die Angst an. Jeder trug ein Taschentuch vor dem Mund. Jonathan schloss sich ein und schrieb seinen Bericht weiter, einfach nur, um seinen Aufgaben nachzukommen. Das Rotfleckenfieber hatte in kürzester Zeit ein ganz anderes Ausmaß angenommen. Erst bemerkte er nur halb, dass es klopfte, das Abendessen. Dann hörte er ein Husten. Erschrocken stand er auf, ging mit dem Taschentuch vor dem Mund nach draußen und sah noch einer der Angestellten hinterher ein paar rote Punkte auf ihrer Hand. Auch sie war krank. Er musste hier weg. Eilig zog er sich an und verließ das Haus. Da ihm nicht einfiel, wo er sonst hin könnte, ging er zu dem Rathaus. Es war schon spät und die Tür war verschlossen. Mehrmals klopfte er, bis ihm endlich der Bürgermeister öffnete. Die Leute im Gasthaus sind ebenfalls krank. Sind sie? Nein, keine roten Punkte. Sehen Sie. Er schob die Ärmel etwas nach oben und zeigte seine Haut. Der Bürgermeister nickte und ließ ihn herein. Kann ich bei Ihnen ein paar Nächte unterkommen? Natürlich, natürlich. Ohne Sie wäre sicher schon die ganze Stadt erkrankt. Lassen Sie sich von meinem Sohn bedienen. Er drehte sich um und sagte etwas lauter. David? Aus dem Nebenraum kam ein junger Mann. Mach unserem Gast eine Suppe. Ich muss noch einmal los. Wieder ein Kranker? Ja. Bitte, bleib einfach bei Herrn Kain. Ich werde mich um alles kümmern. Er führte Jonathan zum Esstisch und stellte sich danach in die Küche. Durch das Fenster konnte Jonathan das brennende Gasthaus sehen. Es schmerzte ihn zwar, als er draußen den sich spiegelnden Feuerschein sah, aber es war zum Wohle aller. Wird es die Stadt schaffen? Fragte der Sohn des Bürgermeisters, als er die Suppe brachte. Jonathan konnte nicht antworten. Am nächsten Tag ging Jonathan mit einem Taschentuch nach draußen. Er musste sehen, was passiert war. Das ganze Stadtbild war nur noch eine Karikatur, das ehemalige Gasthaus ein verbrannter Rest, überall liefen Polizisten mit geladenen Waffen umher. Er fand schließlich auch den Ort, bei dem er zu der Wasserversorgung gekommen war, und ihm wurde klar, dass das bald ebenfalls ein Problem werden würde. Eilig ließ er die Städter informieren, alles abzukochen. Er ging dann zurück, blieb stundenlang in seinem Zimmer und schrieb seinen Bericht. Danach kontrollierte er sich, jeden Zentimeter seines Körpers und hoffte bloß nichts zu finden. Und tatsächlich, bisher hatte es nicht auf ihn übergegriffen. Am nächsten Morgen stand er früh auf. Der Bürgermeister saß schon am Tisch und aß und Jonathan wollte sich dazusetzen. Doch als er sah, dass auf der Hand des Bürgermeisters ein paar rote Punkte waren, machte er einen Schritt zurück. Selbst der Bürgermeister war krank, das Wasser wurde wohl nicht anständig abgekocht. Vorsichtig ging er hin mit dem Taschentuch vor dem Mund. Sie müssen sich ausliefern lassen. Bitte was? Die Punkte auf Ihrer Haut. Ich hab mich gekratzt oder so. Ich bin nicht krank. Gehen Sie zur Polizei. Ich bin nicht krank. Er sprach es mehr zu sich selbst als zu Jonathan. Ich bin nicht krank. Wiederholte er. Sie sind krank. Sie müssen zur Polizei gehen. Sie müssen. Es irritierte den Bürgermeister, diesem wurde klar, dass das sein Todesurteil war, aber er wollte es nicht wahrhaben. Er stand auf, ging langsam auf Jonathan zu. Ich bin nicht krank! Diese ganze Stadt, Sie haben alles zerstört! Die Krankheit spricht aus Ihnen! Bitte, lassen Sie uns das so schmerzlos wie möglich regeln! Die Gesichtszüge des Bürgermeisters wandelten sich zu Entsetzen und er griff zur Kommode, riss sie auf und holte eine Pistole hervor. Sie wollen mich tot sehen! Sie sind der Kranke, Sie!
Er schoss Jonathan in seine linke Hand. In einer halben Sekunde durchzuckte ihn ein unglaublicher Schmerz. Jonathan schrie auf. Wohl durch die Lautstärke aufgescheucht, kam sein Sohn aus dem anderen Zimmer. Was ist los? Was ist... Und nun legte sich für einen Moment eine Totenstille über den ganzen Raum. Die Haut seines Sohnes war übersät von kleinen roten Punkten, noch viel stärker als beim Bürgermeister selbst. Jonathan nutzte den Schockmoment, schlug dem Mann die Pistole aus der Hand. Sieh sie, der Kranke! Er schüttelte nur den Kopf und ging langsam auf Jonathan zu. Jonathan schoss, Blut spritzte aus dem Schädel. Der Bürgermeister sackte in sich zusammen. Kurz darauf richtete Jonathan die Waffe auf den Sohn, der zu seinem Vater wollte, und schoss ein weiteres Mal. Wäre er näher gekommen, hätte er Jonathan wahrscheinlich angesteckt. Entweder er starb jetzt oder in den nächsten Tagen wären er und Jonathan gestorben. Er musste ihn töten, um zu überleben. Es gab keine andere Möglichkeit. Bewaffnet mit dem Revolver griff er seine Unterlagen, rannte aus dem Rathaus und bevor irgendwer reagieren konnte, hatte er längst das Städtchen verlassen. Der Weg führte durch die Felder und er sah sich um. Die Kühe. Da, wo alles begonnen hatte. Dieser verdammte Sturm. Diese Stadt war dem Untergang geweiht. Aber die Informationen würden das ganze Reich retten. Die Rückreise war mehr als beschwerlich. Am Tag seiner Ankunft wurde er befördert und sein Bericht wurde direkt entgegengenommen. Man brachte ihn direkt zu einer speziellen Praxis, da sich seine Schusswunde entzündet hatte, weil er sie nur sehr grob hatte verarzten können. Später würde er in eines der besten Hotels der Stadt kommen. Lassen Sie mal sehen. Ein sauberer Durchschuss. Ich werde eine Probe nehmen. Machen Sie das. Der Arzt nahm die Probe und machte einige Tests. Ich denke, mit ein paar Medikamenten kriegen wir sie wieder hin. Hole ich morgen die Ergebnisse ab? Ja, kommen Sie morgen wieder. Es tat gut, in dem Hotel zu schlafen und er würde am Ende der Woche für seinen Einsatz ausgezeichnet werden. Doch das alles ließ ihm keine Ruhe. Er hatte immer noch den Revolver dabei, einfach nur um sich sicher zu fühlen. Wenn er ihn weglegte, machte ihm alles noch mehr Angst. Am nächsten Tag ging er direkt wieder zum Arzt und man ließ ihn hereinkommen. Warten Sie, ich hole kurz die Ergebnisse, sagte der Arzt und verschwand kurz aus dem Raum. Dann kam er wieder, setzte sich und klappte die Akte auf. Die Werte sind zum größten Teil normal. Nur ein Wert. Warten Sie. Sie haben Rotfleckenfieber, stotterte der Arzt. Das kann nicht sein. Ich habe keine Symptome heute oder in den letzten Tagen gehabt. Das war unmöglich. Das war einfach nicht möglich. Das kann nicht sein, sagte er noch einmal, um sich selbst zu bekräftigen. Nein, der Wert lässt darauf schließen, dass Sie es schon seit ein paar Wochen haben. Aber Sie scheinen keine Symptome zu haben. Sie geben den Erreger nur weiter. Jonathans Welt zersplitterte. Er hatte diese Stadt zerstört. Er musste sich irgendwo angesteckt haben. Er war für die ganzen Toten verantwortlich. Wegen ihm waren alle gestorben. Er war schuld. Ich muss sie leider der Polizei übergeben. Nein, das würde nicht das Ende sein. Ein Gedanke durchzuckte ihn. Zum Wohle aller. Es ging jetzt um ihn. Er führte seine Gedanken nicht weiter, griff nach seinem Revolver und beendete das Leben des Arztes mit zwei Schüssen. Bevor irgendwer reagieren konnte, floh er aus dem Gebäude und verschwand aus der Stadt. Tage später hörte er, dass sich die Seuche in der Hauptstadt des Reiches ausgebreitet hatte. Zuerst starben die Kühe. Leander drückte die Tür zu dem verwitterten Bahnhofsgebäude von Niederbach auf. Als er dort stand, im Halbdunkel, sah er, dass es draußen zu regnen begonnen hatte. Er drehte sich um, verwirrt, aber auch hinter ihm regnete es. Als hätte das Betreten, das Durchschreiten der Tür, den Regen verursacht.
Der Bahnhof war verlassen, nur noch leere Räume hinter Glas zeugten von früheren Verkaufsstellen. Die Gedanken formten flüchtige Ideen, wie es einst ausgesehen haben könnte. Vielleicht stand dort einmal ein Imbiss und dort drüben ein Tabakladen. Er blickte noch einmal nach draußen. Der Regen war stärker geworden, prasselte gegen das Glas beider Türen. Den plötzlichen Wetterumschwung konnte er sich nicht erklären. Kein guter Start für die Unternehmung. Da dachte er wieder an sein Zuhause und seine zwei Hunde, Happy und Flecky. Hoffentlich wurde sich gut um sie gekümmert. Er schaute auf seine Uhr, 19.57 Uhr. Gegen 20 Uhr sollte er von einem Fahrer abgeholt werden, so hatte man es ihm versichert. Gelangweilt stellte er seinen Rollkoffer auf und fummelte an seiner Hemdtasche herum. Mit ungelenken Fingern zog er eine Zigarette heraus und zündete sie an. »Kann ich auch eine haben?« Er schallte eine Stimme aus dem Dunkeln und Leander erschreckte sich so sehr, dass er die Zigarette fallen ließ. Für einen Augenblick blickte er sich verwirrt um, bis er einen Mann sah, der sich aus der Dunkelheit löste. Ein Obdachloser, ungepflegt, mit fleckigen Klamotten. »Wollte nicht erschrecken«, sagte dieser und hob beschwichtigend die Hände. Leander bückte sich, hob die glimmende Zigarette auf und rauchte weiter. Wortlos zog er eine weitere Zigarette aus seiner Hemdtasche und drückte sie dem Obdachlosen in die Hand. »Danke. Kann ich noch Feuer haben?« »Rauchen kannst du aber selbst«, sagte Leander wie aus Reflex. Ein Spruch aus der Kindheit. Der Obdachlose lachte, während Leander ihm das Feuerzeug gab. »Merlin heiße ich«, sagte er und gab Leander das Feuerzeug zurück. »Was machen Sie hier?« »Arbeit«, sagte Leander knapp. Er war Schätzer und sollte hier in Niederbach für ein Unternehmen ein Kloster schätzen. Über das Kloster wusste er nicht viel, lediglich, dass es seit mehreren Jahren verlassen war und gewisse Verträge ausliefen, sodass es bald in den Privatbesitz und auch Privatverkauf übergehen würde. »Arbeit?« fragte Merlin. »Was gibt es hier für Arbeit für einen von außerhalb? Sind Sie so ein Unternehmensberater?« »Nein, Schätzer«, der Obdachlose nickte. »Scheint ein guter Mann zu sein. Die Leute hier sind auch nett. Zumindest soweit ich das bisher mitbekommen habe.« Eine Pause entstand und er fügte, wie als wollte er seinen Satz noch einmal konkretisieren, hinzu. »Ja, bin selber noch nicht lang hier.« Leander nickte. Gerade als eine peinliche Stille entstand, öffnete sich die Tür plötzlich und ein untersetzter Mann kam herein, dürr mit nervösen Schweineaugen. Er wirkte irgendwie grotesk. »Leander Tremens?« fragte er noch halb in der Tür. Leander warf die Zigarette weg und ging auf ihn zu, folgte ihm nach draußen, nachdem er sich mit einem Wort von Merlin verabschiedet hatte. »Pisst wie die Hölle«, sagte der Fahrer, während sie auf einen kleinen Wagen zuschritten, der nicht wirklich zu dem Mann passte. Zusammen verstauten sie den Koffer auf der Rückbank und setzten sich dann ins Auto. »Scheiß Wetter«, sagte der Fahrer noch einmal und hielt Leander dann seine Hand hin. »Mein Name ist Kevin, Kevin Dano, aber Sie können mich Herr Dano nennen.« Nachdem er das gesagt hatte, lachte er schrill, als hätte er den Witz des Jahrtausends gemacht. Leander reichte ihm stirnrunzelnd die Hand. »Ihren Namen kenne ich ja«, sagte er, startete den Motor und fuhr los. »Große Sache, Kloster und so. Ich meine, sonst wäre ich ja nicht Ihr Fahrer.« Er lachte erneut. »Entschuldigen Sie die kleine Verspätung, war noch nie hier. Komme von ein paar Dörfern weiter weg her, beim Kussmaultal. Sicher kaum eine Stunde von hier entfernt, aber hier gibt's ja kaum was Interessantes, also warum herfahren?« Der Mann redete wie ein Wasserfall und schien gar keine wirklichen Antworten zu wollen. Ab und zu schaute er herüber, nur eine Bestätigung, dass er noch zu jemand anderem und nicht nur zu sich selbst sprach. »Das Kloster kenne ich aber. Kann man selbst bei uns noch sehen. Manchmal, wenn es ein strahlender Tag ist«, sagte er und zeigte in die Richtung. Leander beugte sich etwas vor, um seinem Finger zu folgen. Er konnte das Klostergebäude selbst im Regen noch recht gut ausmachen. Ein großes Gebäude, anscheinend mit einer Art Anbau. Nach einiger Zeit kamen sie auf einem kleinen Parkplatz an und stiegen aus.
Der Regen tobte noch immer und schien sich zu einem heftigen Sturm zu entwickeln. »Bis morgen dann«, sagte Herr Dano. »Bis morgen«, sagte Leander, wollte sich abwenden, doch dann sah er, dass der Fahrer immer noch dastand und ihn mit einem seltsamen Blick ansah. Ist etwas?« »In der Regel geben die Leute Trinkgeld.« Kopfschüttelnd zog er einen Fünfer aus seiner Tasche und drückte ihn dem Fahrer in die Hand. »Schlafen Sie gut«, sagte Herr Dano, stieg zurück in das Auto und fuhr weg. Leander zog seinen Koffer zu dem Hotel. Für einen Moment glaubte er, etwas im Augenwinkel zu bemerken. Er sah noch einmal kurz zu dem Kloster und einen Augenblick lang schien es zu blitzen oder zu glänzen, wenn auch nur minimal. Er schaute kurz zur Gaststätte, dann wieder zu dem alten Gebäude, aber das Blitzen war verschwunden. Kopfschüttelnd ging er schnellen Schrittes auf den Hoteleingang zu. Die kurze Verwirrung hatte vor allem eines verursacht. Das Rumstehen hatte seine Klamotten komplett durchnässt. Er öffnete die Tür zu dem kleinen Gasthaus und ihm schlug eine dichte Wärme entgegen. Aus den hinteren Bereichen konnte er Gespräche und Geräusche hören. Vor ihm, an der Rezeption, war allerdings niemand zu entdecken. Es war im Großen und Ganzen sehr rustikal gehalten. Landschaftsbilder an den Wänden, einfache Teppiche auf dem Boden. Ein rechtskonservativ heimeliges Ambiente. Er drückte die Tischglocke und wartete einen Moment ab. Nichts. Immer noch gedämpfte Stimmen von weiter weg, aber nichts, was sich auf ihn zubewegte. »Hallo?« fragte er halblaut. Er zog seine Augenbrauen zusammen, nicht verärgert, aber doch ein wenig genervt. Den Koffer stellte er wieder auf und ging an der Rezeption vorbei, zu dem Bereich, in dem die Gäste wohl aßen. Langer Gang, links und rechts Tische und Stühle, gleichförmig, dazwischen manchmal eine Kommode mit Plastikblumen. Eine Tür am Ende führte von dem Korridor in einen weiteren Raum. Er sah jemanden im Rahmen der Tür stehen, dieser stützte sich mit beiden Händen auf einen Stuhl und schien fröhlich mit mehreren Leuten zu sprechen. Genau konnte es Leander von hier aber nicht erkennen. Er sah nicht aus wie ein Kellner, aber auch nicht wie ein Gast. Als hätte er den Blick von Leander bemerkt, drehte sich der Besitzer kurz zur Seite, schien sich zu verabschieden und kam dann zu Leander. »Ich hoffe, ich habe Sie nicht zu lange warten lassen. War meine Frau bei Ihnen?« »Nein, ich...« »Maria!« rief der Mann. »Oh, ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Edith, Pascal Edith. Sie sind der Schätzer, oder?« Leander nickte. »Wie lang bleiben Sie eigentlich? Die Firma sagte bis Samstag.« »Vielleicht etwas länger. Nicht viel länger, aber ein bisschen möglicherweise.« »Oh«, sagte der Besitzer tonlos und schien etwas hinzufügen zu wollen, doch dann brach er seinen Gedanken ab. »Maria, da bist du ja. Darf ich vorstellen, meine Frau, Maria.« Leander drehte sich um und sah in das Gesicht einer Frau Anfang der 30er. Seine Frau? Der Besitzer war um die 60 Jahre alt, aber es schien eines dieser Paare zu sein. »Unser Gast, Herr Tremens, der Schätzer«, sagte der Besitzer und sie schaute ihn fast unterwürfig an. »Ich erledige das sofort«, sagte sie. Herr Edith nickte Leander noch zu und ging dann wieder. »Kommen Sie mit, Herr Tremens, man hat uns über Ihre Ankunft informiert«, sagte die Frau des Besitzers. »Mein Koffer steht noch an der Rezeption, ich werde ihn schnell...« »Nein, nein, das mache ich. Warten Sie hier.« Keine Minute später kam sie zurück, den Koffer im Schlepptau und zeigte auf einen Nebengang, jener, aus welchem sie gekommen war. »Folgen Sie mir.« Leander lief ihr hinterher. Der kurze Gang führte zu den Toiletten, dann weiter zu einer Milchglastür. Hinter der Tür war eine Treppe, die nach oben führte. Bis zum Ende des Ganges gingen sie, als sie oben angekommen waren, dann schloss sie eine Tür auf. »Fühlen Sie sich wie zu Hause«, sagte sie und ließ Leander vorbei. Ein großes Zimmer mit Aussicht auf andere Häuser und ein paar Gärten, ebenfalls ein kleines Bad, sogar mit Badewanne, wie Leander erstaunt feststellte. In einem bestimmten Winkel hatte er auch Blick auf das Klostergebäude. »Falls Sie irgendetwas brauchen, geben Sie nur Bescheid.« Leander nickte und die Frau gab ihm den Zimmerschlüssel. »Vielen Dank«, sagte Leander. »Dann schlafen Sie gut«, sagte die Frau lächelnd. »Sie auch«, gab er zurück und sah zu, wie die Frau die Tür schloss.
Während im Fernsehen ein Programm für geistig Retardierte lief, wurde er immer und immer müder, bis er schließlich einschlief. Und der Hotbutton brennt. Na, machen Sie schon, rufen Sie an. Das ist Ihre Chance auf 200 Euro. Na, machen Sie! Schrie ein übereifriger Moderator und weckte Leander unsanft. Es war nicht einmal 7 Uhr. Wer schaut sich so etwas um diese Uhrzeit an, dachte er. Wer schaut sich überhaupt sowas an, fügte er noch in Gedanken hinzu, schaltete den Fernseher aus und zog sich an. Heute würde er zum Kloster fahren und die ersten Schätzarbeiten durchführen. Ein erster Eindruck quasi. Unten gab es ein reichhaltiges Frühstücksbuffet. Während er zwei Brötchen mit Käse, einen frischen Orangensaft und ein Croissant bearbeitete, beobachtete er aus dem Augenwinkel die wenigen anderen Gäste. Eine kleine Familie. Wenn er sich nicht irrte, konnte er die Stimmen von gestern ausmachen, mit welchen der Besitzer gesprochen hatte. Dann noch ein älterer Mann und zwei junge Frauen, vermutlich Studentinnen, schätzte er. Aus dem Radio kam ruhiges Gedudel. Als er sich gerade aufsetzen wollte, um noch einmal nach oben zu gehen, bevor er von dem Fahrer abgeholt werden würde, kam der Besitzer auf ihn zu. Guten Morgen. Ja? Ich soll Ihnen etwas von Herrn Dano ausrichten. Was gibt es? Im gestrigen Sturm ist die Straße zum Kloster blockiert worden. Man schätzt, dass es erst morgen wieder frei sein wird. Alles verzögerte sich. Danke. Danke für die Information, sagte Leander, kräuselte seine Lippen und ging nach oben. Während er nachdachte, ließ er sich von dem redundanten Vormittagsprogramm berieseln. Nur zweimal schaute er wirklich zum Fernseher, jeweils eine kurze Bildstörung. Das Bild war schnell nach hinten gezuckt und ein orangener Farbstich, der sich allerdings nach einigen Sekunden wieder verflüchtigte, hatte sich auf das Bild gelegt. Es irritierte ihn etwas, aber er tat es als unwichtig ab. Er musste trotz des Sturms erste Informationen sammeln. Im Rathaus und in der Bibliothek würde er beginnen. Er packte Stift und Schreibblock, ging nach unten, sprach noch einmal mit der Frau des Besitzers und ließ sich die Abfahrtzeiten des Busses beschreiben, sowie die Haltestellen, an denen er aussteigen müsste. Das Rathaus macht allerdings erst in 2 Stunden auf, fügte sie noch hinzu. Also zuerst zur Bibliothek. Gemütlich ging er zu der Haltestelle, bei der der Bus kurz darauf auch hielt. Guten Tag, ich bräuchte eine Tageskarte in die Innenstadt. Tag auch, sagte der Busfahrer, drückte ein paar Tasten und das Gerät spuckte einen fetzen Pappe aus. Mach 2:10. Die Fahrt dauerte nicht lange und er stieg bei der winzigen Stadtbibliothek aus. Als er hineinging, fiel ihm direkt eine dickliche Frau mit Hornbrille auf, die gerade ein paar Bücher sortierte. Entschuldigen Sie, sagte Leander und die Frau drehte sich um. Was kann ich für Sie tun? Frau... Leander riskierte einen Blick auf das schiefe Namensschild. Frau Virilo, ich bräuchte Bücher über das Klostergebäude. Die Bibliothekarin runzelte die Stirn. Sie kommen nicht von hier, oder? Fragte sie in einem merkwürdigen Tonfall. Leander schüttelte den Kopf. Nun, ich bin Schätzer, soll das Kloster schätzen. Nun, also, haben Sie irgendetwas über das Kloster? Informationen? Lassen Sie mich mal überlegen, sagte die Frau. Hinten müsste etwas sein. Schauen Sie mal. Gehen Sie ganz durch, da irgendwo. Leander hatte inständig gehofft, direkt zu den Büchern geführt zu werden, da er die Gabe hatte, alles Wichtige zu übersehen. Einen Moment stand er noch da, hoffte, dass Frau Virilo seinen Wink richtig deutete, aber diese sortierte einfach weiter. Er ging nach hinten und durchsuchte das Abteil. Nach einigen Minuten hatte er 2 Bücher über das Kloster gefunden. Mit einem Schreibblock bewaffnet ging er die ersten paar Seiten durch. Im ersten Buch schien es allgemein um die Geschichte der Umgebung zu gehen, allerdings war der Teil über das Kloster ausgesprochen umfangreich. Ein paar Informationen bezüglich gewisser Materialien, die für das Fundament verwendet wurden, konnte er so herausfinden. Als er die ersten Jahrzehnte durch hatte, bemerkte er, dass einige Seiten herausgerissen worden waren. Verwirrt ging er mit dem Buch zu der Bibliothekarin.
Gibt immer wieder Vandalismus. Danke, dass Sie es gemeldet haben. Sagte sie, schien aber nicht sonderlich schockiert oder überhaupt verwundert. Das andere Buch schien sich vor allem mit der Klostergeschichte, insbesondere den Äbten und ein paar anderen Kleinigkeiten zu beschäftigen, doch als er zu den letzten 20 Jahren blätterte, waren mehrere Stellen geschwärzt, alle bezüglich des letzten Abtes. Leander hielt es nicht für nötig, dies ebenfalls zu melden, es schien ihr keinen zu interessieren. Einige Randinformationen, die für die Schätzung relevant waren, konnte er trotzdem herausfinden. Er war tief in die Arbeit versunken und bemerkte erst gar nicht, dass er angesprochen wurde. Herr Dano war es. Verwundert schaute Leander zu ihm auf. Die Straßen sind früher frei als gedacht. Wir können gleich los, wenn Sie wollen. Leander notierte noch ein Detail, brachte die Bücher zurück und folgte dann dem Fahrer. Der Weg zum Kloster war eine von Schlaglöchern übersäte Straße. Es machte wirklich keine Freude, mit diesem alten Wagen dort hochzufahren, immer wieder klapperte es und die Stoßdämpfer schienen nicht wirklich zu funktionieren. Ganz bis zu dem Kloster fuhren sie nicht, sondern blieben bei einem behelfsmäßigen Parkplatz, von dem ein Weg weiter nach oben führte, stehen. »Ich bleib dann hier«, sagte der Fahrer und Leander war kurz irritiert. Aber es machte Sinn, er war nur der Fahrer. »Ich warte hier auf Sie, kommen Sie einfach, sobald Sie fertig sind«, sagte er und zog ein Buch aus dem Handschuhfach. 100 Rezepte der portugiesischen Küche. »Ist spannender, als man denkt«, sagte er lächelnd, als er Leanders Blick bemerkte. Müde stieg dieser aus dem Wagen. Es waren von diesem Punkt aus keine 5 Minuten bis zum Kloster. Die Sonne schien durch das lichte Blätterdach und wärmte seine Haut. Der Weg bestand aus einem Kopfsteinpflaster, aus dem stellenweise Unkraut brach. Die Natur holte sich den Ort zurück. Das Gelände des Klosters war größer, als er es angenommen hatte. Er musste wieder an das kurze Leuchten denken, schob den Gedanken aber beiseite. Es war seltsam still hier. Nicht die übliche Ruhe im Wald, sondern wirklich fast totenstill. Nur der Wind, der leise die Zweige bearbeitete. Der Haupteingang war mit einer großen Kette verschlossen, aber Leander hatte von seinem Auftraggeber einen Schlüssel bekommen und öffnete das Schloss. Er stieß die schweren Ebenholztüren auf und trat in eine Art Vorhalle. Oberflächlich gesehen war alles gut in Schuss. Das würde den Preis um einiges in die Höhe treiben. Lächelnd betrachtete er die kunstvollen Verzierungen und trat tiefer hinein. Er betrachtete gerade eine gemalte Bibelszene, als er plötzlich ein leises Geräusch hörte, welches er nicht einordnen konnte. Fest stand allerdings, er war nicht alleine hier. Eine Angst beschlich ihn und für einen Moment wollte er einfach direkt wieder verschwinden, doch für so etwas war er zu alt. Vorsichtig ging er in die Richtung, aus der er das Geräusch vermutet hatte, und sah dort Merlin auf einer steinernen Bank sitzen, eine Flasche Schnaps neben sich. »Dass man sich so schnell wieder sieht? Was machen Sie hier?« »Schätzen.« »Ach, stimmt ja.« Kurz entstand eine Stille. »Wie kommen Sie hier rein?« »Das verrate ich nur, wenn Sie mich nicht verraten.« Leander nickte. »Eines der Fenster ist nicht richtig zu. Ich schlafe hier manchmal.« Er klopfte auf das Holz einer Tür, die direkt neben ihm in die Wand eingelassen worden war. »Ein kleines Bett. Keine Ahnung, wer da mal gepennt hat. In letzter Zeit bin ich aber nicht mehr so oft hier. Komische Geräusche.« »Geräusche?« »Manchmal sind hier nachts Leute. Also nicht hier, sondern drüben, im neuen Trakt.« »Was für Geräusche?« »Was weiß ich. Menschengeräusche halt. Komisch eben. Man kann nicht pennen. Gestern war es nur so schweinekalt im Bahnhof. Manchmal stellen die da die Heizung nicht an. Interessiert ja keinen. Doch, mich verdammt.« »Wegen dem Kloster. Was weißt du darüber?« »Naja, ich kann dir zeigen, wo alles ist.« Eine inoffizielle Führung durch das Kloster? Warum nicht? Dachte sich Leander. »Bin erst seit 2 Monaten hier. Ab und zu. Aber man findet schon so einiges.« Leander nickte und folgte Merlin durch die verschiedenen Gänge.
die Schlafquartiere der Mönche, die Küche, zwei verschiedene Orte zum Beten, einige weitere Räume, die mittlerweile vollkommen leer waren, weshalb nicht ganz klar war, wofür sie einst gedient hatten. Dann gibt's da noch das Zimmer vom Abt. Das ist aber zu, genau wie der neue Trakt, sagte Merlin, nachdem er ihm eine Statuette gezeigt hatte. Wo ist das? Fragte Leander. Da drüben gleich, sagte Merlin und deutete an Leander vorbei. Dieser ging dorthin und versuchte, die Tür zu öffnen. Abgeschlossen. Ist zu, hab ich doch gesagt. Der neue Trakt drüben übrigens auch. Vielleicht haben sie ja den Schlüssel. Weiß ja nicht. Dort könnte man auch reinklettern. Das Dach sieht irgendwie nicht vollständig aus. Gibt unten noch einen Keller und eine Bücherei vom Kloster. Er führte ihn nach unten, zeigte ihm den Keller und dann die Bibliothek, die zwar nicht mehr allzu viele Bücher enthielt, aber immer noch einige. Grob geschätzt waren es wohl 20 Stück, die relativ einsam auf verschiedenen Regalen ihr Dasein fristeten. Nach kurzer Sichtung waren es 6 Stück, die sich direkt oder indirekt auf das Kloster bezogen. Danke, Merlin, sagte Leander und zog ein 50er aus seinem Geldbeutel, den er seinem Führer in die Hand drückte. Dieser war etwas verwirrt, aber bedankte sich direkt. Ich muss jetzt weiter, sagte Leander. Mach's gut. Mit den Büchern unterm Arm ging er aus dem Klostergebäude heraus, schloss wieder ab. Zurück beim Wagen bemerkte er, dass der Fahrer in einer grotesken Haltung eingeschlafen war. Mit einem Klopfen weckte er Herr Dano auf, der ihn direkt hineinließ. Haben da ja reiche Beute gemacht, sagte dieser und lachte daraufhin unangenehm schrill. Leander bat ihn, direkt zum Hotel zu fahren. Als sie dort ankamen, stand der Fahrer wieder in einer unangenehmen Pose da, wie das letzte Mal, als er Trinkgeld wollte. Ich gebe Ihnen die nächsten 2 Tage frei. Muss hier einiges sichten und ordnen. Das schien ihn noch mehr als den Fünfer beim letzten Mal zu freuen, und so stieg er nach einem fröhlichen Abschied zurück in den Wagen und fuhr davon. Leander brachte die Bücher nach oben in sein Zimmer und aß wenig später noch ein leichtes Abendessen. Er bemerkte, dass er mittags nichts gegessen hatte. Das Abendbrot und die warme Suppe taten ihm gut. Dieses Mal schaltete er den Fernseher kurz vorm Schlafengehen aus. Wieder hatte es für einen Moment diese seltsame Bildstörung gegeben. Als er aus halben Träumen erwachte, war er froh, den neuen Tag begrüßen zu können. Nach dem Frühstück blieb er den ganzen Tag über in seinem Zimmer und studierte die Bücher, die ihm weitere Informationen über die Beschaffenheit, den Aufbau und die Struktur des Gebäudes gaben. Hier gab es allerdings auch wieder Schwärzungen, was ihn mehr als verwirrte, dennoch konnte er mehr über die Architektur und die verwendeten Materialien herausfinden. Zumindest im alten Teil des Klostergebäudes. Der neue Teil war immer nur kurz angerissen. Hier waren noch einige Seiten herausgerissen. Auch der nächste Tag verlief auf diese Weise, bis auf die Tatsache, dass es nun Samstag war. Wann planen Sie eigentlich abzureisen? Fragte der Besitzer, als er die Abendsuppe brachte. Er hatte einen freundlichen, aber durchaus bestimmten Ton in der Stimme. Ich denke, ich werde nicht mehr lange brauchen, aber ein paar Tage sicher noch. Der Besitzer runzelte die Stirn, sagte aber nichts weiter. Leander fiel an der linken Hand des Besitzers ein Muttermal auf. Zu klein, um wirklich aufzufallen, aber zu groß, als dass man es dauerhaft übersehen könnte. Er sah schnell woanders hin, als er merkte, wie er den Besitzer für einen Augenblick angestarrt hatte. Diesen Abend ließ er den Fernseher wieder laufen und wurde wieder unsanft in der Nacht geweckt. Technomusik wummerte aus den Boxen und eine Männerstimme sagte: Und da geht auch schon wieder der Preisalarm los. Aha, hier, sehen Sie sich das an. Diese perlenbesetzte Uhr müssen Sie einfach haben. Es ist ein einmaliges Angebot, ein einmaliger Preis. Oh Mann, ich krieg gerade rein von der Regie. Nur, ich wiederhole, nur 80 Euro für diese einmalige Uhr. Also da müssen Sie ja wohl jetzt sofort zuschlagen. Dabei wurde eine riesige Nummer eingeblendet und plötzlich wieder eine Bildstörung. Ein minimales Zucken. Kopfschüttelnd schaltete er den Fernseher aus. Nun konnte er nicht mehr einschlafen. Genervt beschloss er, eine Zigarette rauchen zu gehen und seine Gedanken ein wenig kreisen zu lassen, den Tag zumindest im Ansatz ein wenig zu planen. Als er leise die Treppe nach unten stieg, hörte er 2 Stimmen, die gedämpft sprachen.
Er bekam nur einzelne Worte mit, aber es schien der Besitzer zu sein und eine weitere Stimme, die Stimme einer Frau, die er bisher nicht kannte. »Muss verschwinden, nicht so viel Zeit, ich tu, was ich kann, er wird schon bald abreisen.« Und andere Wortfetzen drangen an Leanders Ohr, aber er konnte sie nicht direkt zuordnen. Als er jedoch verdammter Schätzer vernommen zu haben glaubte, wurde ihm klar, dass es um ihn ging. So leise wie er konnte, stieg er wieder nach oben und setzte sich zurück auf sein Bett. Was war los? Gab es irgendein Problem mit ihm? Er konnte sich auf die ganze Sache keinen Reim machen, es verunsicherte ihn. Er wartete bis zu den Morgenstunden ab und ging dann herunter, um zu frühstücken. Für einen Moment überlegte er, den Besitzer darauf anzusprechen, aber es kam ihm falsch vor. Am frühen Nachmittag kam der Fahrer vorbei. Und vorangekommen? Fragte er, halb neugierig, aber wohl eher aus Nettigkeit. Stumm nickte Leander. Dann wollen wir mal zum Kloster. Leander verneinte, sagte, dass er zum Rathaus wollte. Er hatte sich erst vor wenigen Sekunden dafür entschieden, aber es wäre wohl nicht schlecht, zum Rathaus zu gehen. Dann auf zum Rathaus. Das Rathaus lag etwas abseits vom Zentrum der Stadt, aber durchaus noch zugehörig. Es war ein kleines, hässlich, modernes Gebäude ohne wirklichen Charakter. Wieder ließ Leander den Fahrer alleine, welcher in seinem Buch blätterte. Er durchschritt die Tür. Ein junger Mann saß hinter einem Schreibtisch und bearbeitete ein paar Formulare. »Ziehen Sie bitte eine Nummer, nehmen Sie Platz und warten Sie, bis Sie aufgerufen werden«, sagte er, ohne von seinen Blättern aufzublicken. Weit und breit war niemand anderes zu sehen. »Aber hier ist doch sonst keiner.« »Ziehen Sie bitte eine Nummer, nehmen Sie Platz und warten Sie, bis Sie aufgerufen werden«, wiederholte der junge Mann. »Das kleine Kind mag den Geschmack von Macht«, dachte Leander, zog kopfschüttelnd eine Nummer und setzte sich. Es war Nummer 2. »Nummer 2?« rief der junge Mann keine 2 Sekunden, nachdem sich Leander gesetzt hatte. »Guten Tag, mein Name ist Leander Tremens. Ich suche Informationen über das Kloster. Haben Sie dazu Aufzeichnungen hier?« »Haben wir tatsächlich, aber ich weiß nicht, ob ich sie herausgeben darf. Warum brauchen Sie diese?« »Recherche, zwecks einer Schätzung.« »Sie sind Schätze, ach so ist das«, sagte er in einem betont beiläufigen Tonfall. »Einen Moment, ich frage die Bürgermeisterin.« Er tippte eine Nummer in sein Telefon, wartete einen Moment ab, legte dann aber direkt wieder auf. Eine Frau kam aus einer Tür von der Seite. »Was ist los, Freddy?« »Der Mann möchte ein paar Unterlagen zum Kloster.« Irgendwie kam ihm die Stimme der Frau vertraut vor. »Sind Sie der Schätzer?« Leander nickte. »Warum hast du sie ihm nicht gleich gegeben?« »Ich dachte...« »Ach, papperlapapp.« Sie wandte sich zu Leander. »Warten Sie einen Moment und entschuldigen Sie bitte meinen Sohn.« Die Bürgermeisterin verschwand hinter einer Tür und kam einige Minuten später mit ein paar Blättern wieder. »Ich hoffe, damit können Sie etwas anfangen.« »Vielen Dank, aber kann ich das so mitnehmen?« »Wo bin ich nur mit meinen Gedanken? Freddy, kopier das. Bitte.« Während der junge Mann verschwand und das penetrante Druckergeräusch gedämpft durch die Wand drang, fragte die Bürgermeisterin noch beiläufig: »Wann planen Sie eigentlich abzureisen?« Leander fiel auf, dass sie die 2. Stimme gewesen war, die er gestern gehört hatte, und zögerte deswegen. »Die nächsten Tage, dachte ich«, sagte er zurückhaltend. Es verunsicherte ihn noch mehr. »Ich hoffe, Sie kommen gut voran.« Nur einen Moment später kam ihr Sohn mit einem Stoß Papiere zurück und drückte sie ihm in die Hand. »Schönen Tag wünsche ich Ihnen noch«, sagte die Bürgermeisterin, und Leander verließ das Gebäude. Irgendwie erleichterte es ihn, dort herausgekommen zu sein. »Jetzt noch zum Kloster?«, fragte Herr Dano. »Nein, ich glaube nicht. Fahren Sie mich zurück ins Hotel, bitte«, erwiderte er. »Das ging ja heute fix.« »Morgen gehe ich sicher noch einmal zum Kloster.« »Übliche Zeit?« Leander nickte. Wieder vergrub er sich in den neuen Texten, mehr über das Material und teilweise sogar ein paar Informationen zum Neubau. Die Informationen waren zwar grob, schlossen aber trotzdem die eine oder andere Lücke. Abends aß er wieder eine kleine Suppe und legte sich dann ins Bett.
Am nächsten Morgen wachte er mit Bauchschmerzen auf und fühlte sich fiebrig. Beim Frühstück kam der Besitzer zu ihm und fragte: Wie fühlen Sie sich heute, Herr Tremens? Nicht gut. Hab mir vielleicht was eingefangen. Vielleicht sollten Sie nach Hause fahren, die Arbeit ein andermal weitermachen. Das ist mir nicht möglich, sagte Leander und schüttelte den Kopf. Selbst wenn ich 40 Grad Fieber hätte, würde ich das hier beenden. Meine Fristen sind meine Fristen. Das können Sie sich doch nicht antun, versuchte der Besitzer, ihn mit einer süffisanten Stimme zu überzeugen. Leander hatte immer mehr das Gefühl, dass sie etwas gewaltig faul war, und schob den vorhin frisch nachgeschenkten Orangensaft vom Besitzer von sich weg. Es war nur eine dumme Ahnung, aber die ganze Sache irritierte ihn gerade. Er sagte dem Fahrer für den heutigen Tag ab und fragte ihn nur, ob er bei der Bibliothek nachsehen könnte, wegen irgendwelcher Zeitungsartikel bezüglich des Klosters. Abends sah er wieder fern. Diesmal kam es häufiger zu Bildstörungen, viel mehr als die letzten Tage. Immer wieder zuckte das Bild hin und her, so dass es ihn nach einiger Zeit so sehr anstrengte, dass er den Fernseher ausschaltete und sich ins Bett legte. Am nächsten Tag wartete er nach dem Frühstück ungeduldig auf den Fahrer, der sich anscheinend verspätete. Während er bei geöffnetem Fenster auf ein Motorengeräusch wartete, hörte er dumpf Stimmen. Er lehnte sich nach draußen, um die Leute etwas besser zu verstehen. Du musst nun wirklich abreisen. Ich verstehe das nicht. Wieso kann ich nicht einfach hier bleiben? Bitte, tu es für mich. In einer Woche sehen wir uns ja wieder. Es waren der Besitzer und die Frau des Besitzers, die kurz darauf mit einer Tasche aus dem Gasthaus kam und zu einem Auto ging. Es verwirrte ihn etwas, aber er wollte sich nicht weiter darin einmischen. Wo blieb nur der verdammte Fahrer? Genervt ging er zu der nächsten Telefonzelle, die in der Nähe war, und tippte die Nummer des Fahrers ein. Wo bleiben Sie? Herr Danu, ich brauche Sie. Oh, Herr Tremens. Er machte eine kurze Pause. Ich dürfte eigentlich gar nicht mit Ihnen sprechen. Was reden Sie da? Man hat mir Geld geboten, eine ganze Menge, damit ich Sie nicht weiter fahre und niemanden informiere. Ich werde Beschwerde einreichen. Es ist mehr als genug Geld. Ich habe schon zu viel gesagt. Wer? Wer hat Ihnen das Geld gegeben? Fragte Leander noch, wütend und verwirrt über die Lage. Viel Glück noch. Zeitungsartikel gab es im Übrigen nicht, sagte Herr Dano und legte auf. Wer sabotierte die Unternehmung? Wütend ging er einfach zu Fuß zum Kloster. Es dauerte zwar seine Zeit, aber ihm war das nun egal. Schließlich erreichte er die Tür des Klosters und wollte sie mit dem Schlüssel öffnen. Genervt wühlte er in seinen Taschen, aber konnte ihn nicht finden. Nacheinander durchsuchte er die Taschen noch einmal. Er schüttelte den Kopf. Das war doch nicht möglich! Er wollte es nicht glauben, aber tatsächlich, er hatte den Schlüssel vergessen. Für einen Moment war er kurz davor loszuschreien, um die ganzen Widerstände der letzten Tage abzuschütteln. Diese ganze Unternehmung setzte ihm mehr und mehr zu. Ungelenk kletterte er durch das Fenster, von dem Merlin gesprochen hatte. Es war glücklicherweise noch offen. Er versuchte, Merlin auszumachen, aber dieser schien nicht im Kloster zu sein. Das Zimmer des Abts war immer noch verschlossen, doch er versuchte mit geschickten Fingern das Schloss irgendwie aufzumachen, bis er schließlich mit der Schulter gegen die Tür anrannte. Es passierte nichts. Beim zweiten Mal hatte er das Gefühl, dass sie leicht nachgab, und beim dritten Mal splitterte das Holz und er konnte hinein. Wenn er irgendwie weiterkommen wollte, dann nur auf diesem Wege. Es roch modrig in dem Zimmer des Abts. Fensterlos, winzig, aber durch die Tür kam genügend Licht rein, um den Inhalt des Raums oberflächlich durchzusehen. Ein Bett, ein Regal, ein Schreibtisch. Das Regal war komplett leer und auch beim Bett fand er nichts, doch als er den Schreibtisch näher untersuchte, entdeckte er ein paar Stöße Papier und ein ledergebundenes Buch. Ein Tagebuch anscheinend. Er verließ das Zimmer und setzte sich auf die Steinbank, um alles in Ruhe durchzulesen. Die Blätter beschrieben diverse Verträge und gaben genau Auskunft über das Material und die Bauart des Klosters, was die Recherche deutlich vereinfachen würde.
Die ersten Tagebucheinträge bezüglich des Baus unterstrichen die Information nochmal. Doch dann wurde es seltsam. Verschiedene Einträge sprachen knapp von einem Widerstand innerhalb des Dorfes, dass die Leute den Anbau als falsch bezeichneten. Am 22. Juli 1991 wurde notiert: In der letzten Nacht ist wieder Material abhanden gekommen. Ich beharre auf der Vermutung, dass es geklaut wird. Einige der Dorfbewohner verbreiten beunruhigende Geschichten. Außerdem wird des Nachts immer wieder der Boden aufgerissen. Ich weiß nicht, weshalb die Anwohner den Neubau so sehr verachten. Wie Verrückte erklären sie nur immer wieder, dass dies der falsche Ort wäre. Mittlerweile verspüre sogar ich ein wachsendes Unwohlsein. Auch wenn die Schuld dafür wohl den Leuten gegeben werden kann. Bezüglich dieser ist mir ein absonderliches Muster aufgefallen. Viele von ihnen tragen ein unförmiges, quaderähnliches Muttermal an ihrer linken Hand. Ich zog bereits die Möglichkeit inzestuöser Verhältnisse in Betracht, wodurch sich auch ihre eigensinnige Art und unmögliches Verhalten erklären könnten. Trotz den zahlreichen Rückschlägen hoffe ich auch weiterhin, dass weitere Hindernisse vermieden werden können. Als Leander von den Muttermalen las, fiel ihm ein, dass er das Muttermal bei dem einen oder anderen gesehen hatte. Leander las sich immer tiefer in die Texte und die Zunahme der Feindlichkeit gegenüber des Abts zeichnete sich deutlich ab. Dieser war anscheinend von weit her hierher versetzt worden. Diese Feindlichkeit schien allerdings schon länger bestanden zu haben, da zusätzlich auch noch einige Mönche das Kloster verlassen hatten, als der Abt eingesetzt wurde. Ein paar mehr, als die Pläne des Nebenbaus genauer wurden. Am 26. Juli 1991 schrieb der Abt: Bedauerlicherweise hat gestern auch Bruder Benedikt das Kloster verlassen. Unsere Hallen werden immer verlassener und schon wieder mussten neue Arbeiter angeworben werden. Leander wollte weiterlesen, doch ein Geräusch unterbrach seine Lektüre. Irgendwo wurde eine Tür zugeknallt. Es war mittlerweile spät geworden und als er genauer hinhörte, konnte er deutlich menschliche Stimmen draußen hören. Stimmen, die er zum Teil aus der Stadt kannte. Er schlich wieder heraus, kletterte aus dem Fenster und sah blitzende Lichter im Inneren des Nebengebäudes, hörte monotone Wortfolgen in einer Sprache, die er nicht kannte, die ihn im Innersten entsetzte. Eine rhythmische Abfolge von prähumanen Sprachfetzen, die sich tief in seinen Kopf gruben. Was war das? Irgendeine seltsam kranke Zeremonie? Er wollte nachsehen, doch ihn durchzog eine tiefe Angst, sodass er im Dunkeln nach unten ging und einfach nur zurück zum Hotel wollte. Weg von den monotonen Wortfolgen, weg von dem ganzen Geschehen. Er rannte etwas abseits der Straße nach unten, niemand sollte ihn sehen. Am vollbesetzten Parkplatz vorbei, weiter nach unten. Dann sah er Autoscheinwerfer anscheinend auch auf dem Weg zum Parkplatz. Er presste sich hinter einen der Bäume, tatsächlich beschlich ihn die Angst, dass er überfahren werden würde, wenn man ihn bemerken würde. Alles um ihn herum wirkte feindlich. Einfach nur zurück zum Hotelzimmer war sein einziger Gedanke. Es dauerte einige Zeit, bis er endlich unten ankam und sich durch die Straßen stahl. Er fühlte sich fremd, unerwünscht, wie ein Eindringling. Als er endlich im Hotel war, atemlos, weil er die meiste Zeit gerannt war und sich immer nur kurz versteckt hatte, ging er nach oben in sein Zimmer. Er wusch sich, wollte den ganzen Dreck von sich waschen, rein werden. Er wollte den Fernseher ein paar Minuten lang einschalten, einfach nur um das Gefühl zu haben, irgendeine minimale soziale Komponente zu haben, irgendetwas, das ihm eine andere, normale Welt zeigte. Doch auf der Mattscheibe zuckte das Bild nur hin und her. Immer wieder sah er zum Kloster und konnte kurz Lichter im Kloster sehen, auch über dem Kloster schien es mehr als einmal kurz zu flackern. Er schaltete den Fernseher aus, aber fand nur wenige Stunden Schlaf. Schon bevor die Sonne aufging, wurde er wieder wach. Das Leuchten beim Kloster hatte aufgehört, der Fernseher hatte allerdings immer noch seine Probleme. Er fuhr mit dem Lesen in dem Buch des Abts fort. Die Feindlichkeit gegen ihn schien sich weiter zu verstärken und der Abt konnte es nicht nachvollziehen. Ein paar Seiten später gab es einen seltsamen Eintrag vom 3. August 1991.
Heute stattete mir die Bürgermeisterin einen im höchsten Maße beängstigenden Besuch ab. Sie suchte mich auf, um von einer Blutschande zu sprechen. Und um mir zu erklären, dass ich mein Vorhaben aufgeben müsse, da es sonst Probleme bedeuten würde. Seit diesem Besuch kann ich das Gefühl nicht mehr abschütteln, dass ich mich mitten hinein in ein Nest voller Gefahren begeben habe. Ich fühle mich zwischen den Wänden unseres kleinen Klosters bedroht. Auch die Umgebung weicht immer mehr von der Norm ab. Ständig leuchtet draußen ein seltsames Licht, aber es ist mir unmöglich, dieses genauer zu beschreiben. Ein weiterer Eintrag vom 4. August 1991 folgte. Es schmerzt mich, die Leere dieses Gotteshauses mit ansehen zu müssen. Mittlerweile haben fast alle Mönche mich verlassen und auch von den Arbeitern sind nur wenige geblieben. Am 5. August 1991. Soeben hat mir auch noch der letzte Arbeiter verkündet, dass er kündigt. Der neue Trakt kann so nicht fertiggestellt werden. Ein Klopfen ertönte. Herr Tremens? Langsam sah Leander auf, legte das Buch zur Seite, stand auf, lief zum Eingang und öffnete die Tür halb. Vor ihm stand der Besitzer und lächelte. Wollen Sie nicht frühstücken? Der Besitzer machte ihm irgendwie Angst. Ein seltsames Glitzern lag in seinen Augen. Auch fiel Leander das Muttermal an der Hand des Besitzers auf. Nein. Nein, danke. Eine kurze Pause entstand. Herr Tremens, ich muss Sie bitten, heute abzureisen. Aber ich bin noch nicht fertig. Bitte. Sie reisen heute ab. Ist das in Ordnung? Leander schüttelte den Kopf. Ich kann nicht. Der Besitzer griff zu seiner Brieftasche und holte einige große Scheine heraus. Ich will sie natürlich abfinden. Das sind 400, 450, 500 Euro. Wegen ihrer Unkosten. Ich kann nicht. Verstehen Sie? Mit einer Kraft, die Leander nicht vermutet hatte, packte der Besitzer ihn am Arm und zog ihn zu sich. Gehen Sie. Gehen Sie auf der Stelle. Die anderen haben sich auch nicht so angestellt. Leander zitterte. Verschwinden Sie jetzt! Zischte er und Leander wurde klar, dass er wirklich gehen musste. Nehmen Sie Ihre Scheißsachen und verschwinden Sie! Er konnte nur flüchtig ein paar Dinge in dem Zimmer in seinen Koffer packen und ging dann aus dem Gasthaus. Draußen standen mehrere Leute. Freddy, die Bürgermeisterin, die Bibliothekarin, der Busfahrer und auch andere bekannte Gesichter konnte er entdecken. Zwei Polizisten standen ebenfalls dort. Ihm blieb keine andere Möglichkeit. Einer der beiden Polizisten trat vor. Nehmen Sie am besten den Bus. Er zeigte in eine Richtung und Leander sah, dass dort der übliche Bus stand. Der Busfahrer schritt schon darauf zu und stieg ein. Leander hatte keine Wahl. Kopfschüttelnd ging er einfach mit hinein. Nächster Halt, Bahnhof, verkündete der Busfahrer und sah ihn irgendwie mitleidig an. Leander bemerkte, dass auch der Busfahrer das Muttermal hatte. Stumm starrten ihn die Leute hinterher, als sie den Ort in Richtung des Bahnhofs verließen. Er fühlte noch immer, wie die Blicke sich in seinen Rücken bohrten, selbst als sie das Bahnhofsgebäude erreicht hatten. Man hatte ihn vertrieben. Der Busfahrer schaute Leander noch hinterher, als dieser den Bus verließ. Leander wartete, bis der Bus verschwunden war. Dann war er allein. Niemand war ihm gefolgt. Zum Glück, dachte er und trat in das kalte Bahnhofsgebäude. Wieder die leeren Räume. Er ging direkt durch die Unterführung auf sein Gleis. Nur ein einzelner Mann saß dort auf einer Bank und las ein Buch. Leander blickte kurz auf den Fahrplan und dann zur Bahnhofsuhr, die nur noch einen Zeiger hatte. Als wäre selbst die Zeit dem Ort fremd geworden. Entschuldigen Sie, sagte Leander zu dem anderen Mann. Ja? Wie viel Uhr ist es gerade? Er schaute kurz auf und schaute dann auf seine Armbanduhr. 16.12 Uhr. Laut Fahrplan müsste der Zug um 16.22 Uhr kommen. Der Zug kam eine Viertelstunde später. Als er eingestiegen war, bemerkte Leander verwirrt, dass der andere Mann einfach aufgestanden und weggegangen war. Und ihm wurde klar, dieser Mann war nur dazu da gewesen, um ihn zu beobachten. Irgendwie bereitete ihm die ganze Unternehmung mittlerweile eine solche Gänsehaut, dass er froh war, endlich weg zu sein.
Ihm fiel ebenfalls auf, dass er den Zimmerschlüssel noch hatte. In seiner Eile hatte er ihn nicht zurückgegeben und der Besitzer hatte es anscheinend vergessen. Irgendwie freute es ihn, dass der Besitzer dadurch wohl ein paar Probleme haben würde. Dieses verdammte Städtchen. Er hatte tatsächlich vor, nach Hause zu fahren, zurück zu seinem Schrebergarten, zurück zu seinen Hunden Flecky und Happy. Dort, wo die Welt noch in Ordnung war. Doch dann bemerkte er, als er grob seine Aufzeichnungen durchsah, dass das Buch des Abts fehlte. Es musste heruntergefallen sein. Er wusste es nicht genau. Nächste Haltestelle, Kusmortal. Wir wünschen allen Fahrgästen, die aussteigen, eine gute Weiterfahrt. Es war der erste Bahnhof, nachdem er eingestiegen war. Er packte seine Sachen, stieg hastig aus und rief ein Taxi zu sich heran. Ich müsste nach Niederbach. Nach Niederbach? Nee, das geht nicht, sagte der Taxifahrer. Wieso? Fragte Leander schon der Verzweiflung nah. Niemand darf da gerade reinfahren. Gibt's so ein städtisches Verbot. Vielleicht irgendein Dorffest oder sonst was. Keine Ahnung. Kommt alle paar Jahre mal vor. Nur zur Stadtgrenze. Bitte. Ich zahle das Doppelte. Vergessen Sie's. Wenn ich da reinfahre, kriege ich möglicherweise jahrelanges Fahrverbot für Niederbach. Das kann ich nicht riskieren. Der Taxifahrer kurbelte die Scheibe wieder nach oben und so blieb Leander nichts anderes übrig, als zu laufen. Als er am Rand der Stadt ankam, sah er Merlin unter einem Baum sitzen. Warum bist du hier? Man hat mir den Hunderter in die Hand gedrückt, damit ich mich ein paar Tage verpiss. Von einem Polizisten, muss man sich mal vorstellen. Keine Ahnung, aber Geld ist Geld. Leander runzelte die Stirn. Warum sollten so viele Leute die Stadt verlassen? Was war der Zweck? Was wollten sie damit erreichen? Ich muss weiter, sagte Leander. Wohl auch die Prämie abholen, sagte Merlin grinsend, während Leander schon weiterging. Als die Stadt immer näher kam, wuchs sein Unbehagen. Es war zwar einiges an Zeit vergangen, aber es war immer noch Mittag. Er presste sich in eine Seitengasse, als der Bus vorbeifuhr. Er durfte nicht gesehen werden. Die ganze Stadt hatte sich gegen ihn gewandt, gegen alles Fremde. Auch wenn er nicht verstand, warum auch die Frau des Besitzers hatte gehen müssen. Zögerlich betrachtete er das Gasthaus einige Zeit lang und stahl sich dann hinein. Weiter hinten hörte man leise Gespräche, aber er konnte ungesehen nach oben. Er wollte nur dieses Buch, die letzten Einträge, Gewissheit haben. Das Zimmer war nicht weiter durchsucht worden, es sah aus, wie er es verlassen hatte. Am Boden fand er direkt auch das Tagebuch. Als er gerade danach griff, klappte die Tür seines Zimmers zu und er hörte ein Klicken. Sie sind krank, wir haben wirklich alles versucht, verdammt! Hörte er den Besitzer durch die Tür sagen. Leander hörte, wie der Besitzer sich von der Tür entfernte. Kurz darauf versuchte er, die Tür mit dem Schlüssel wieder zu öffnen. Er hörte auch das Klicken, allerdings war die Tür von außen blockiert. Er drückte fest und warf sich einmal dagegen, dann nochmal und nochmal, doch bis auf eine schmerzende Schulter brachten ihm seine Bemühungen nichts. Er war gefangen, man hatte ihn eingesperrt. Eine Einsamkeit durchdrang ihn, sodass er wieder einmal den Fernseher einschaltete, aber es war nur noch eine einzige Bildstörung, nur noch Fetzen des Gesprochenen waren zu verstehen. Das Einzige, was ihm blieb, war das Buch des Abts, welches er weiter durchblätterte. Am 9. August gab es einen Eintrag. Ich verbrachte die letzten Tage damit, mehr über die Situation dieses Dorfes in Erfahrung zu bringen, wofür ich verschiedene Leute dazu befragte. Mir wurde mehrmals von einer Art Kult berichtet, dem die meisten Bewohner wohl verfallen sind. Dies scheint der kranke Quell meiner bisherigen Probleme zu sein. Wiederholt riet man mir auch eindringlich, dass ich das Kloster ebenso verlassen solle, wie es die Mönche taten. Wieder wurde auch von Blutschande gesprochen, welche schon die Bürgermeisterin erwähnte. Außerdem wurde eine extraterrestrische Ankunft erwähnt. Dieses Dorf ist voller Kranker. Abstoßender Ideen. Der nächste Eintrag war auf den 10. August datiert. Angeblich soll es einen Stein geben, welcher auf irgendeine Weise Teil dieser ganzen Angelegenheit ist. Diese Leute wollen mich immer weiter verdrängen. Ich bin mir sicher, dass sie allesamt irre sind. Trotzdem habe ich beschlossen, diesen Ort nicht zu verlassen.
Ich kann nicht zulassen, dass der neue Trakt dieses heiligen Gebäudes durch die Praktiken dieses Irrenkultes verunreinigt werden könnten. Entsetzt las Leander die Zeilen. Der Abt schien die letzten Einträge in kurzer Zeit verfasst zu haben. Ich habe mich nun in meinem Zimmer eingesperrt. Ich werde nicht herauskommen, bis sie ihre kranke Messe abhalten. Teuflische Rituale, verwirrte Seelen, die vom Weg abgekommen sind. Sie werden sehen, dass ein Mann Gottes ihre Messe verhindern kann. Der Abt hatte sich wohl in seinem Raum eingesperrt, um später das Treiben zu stören. Weitere Einträge gab es nicht. Und dann wurde Leander klar, dass er sich nicht hätte so behandeln lassen dürfen. Systematisch hatten ihn diese Kultisten vertreiben wollen. Diese kranken Kultisten hatten ihn brechen wollen. Die Wut wurde stärker, als sich draußen wieder das Leuchten auf das Kloster legte. Mittlerweile flackerte es ab und an. Es sah aus, als würde es an diesem Tag viel zu früh dunkel werden. Er tat etwas, von dem er nicht gedacht hatte, dass er es jemals tun würde. Das Fenster öffnete er mit einer Hand, dann kletterte er vorsichtig auf das Vordach und sprang gut 2 Meter hinunter auf den Boden. Dieses kranke Ritual wollte er unterbrechen, diesem seltsamen Treiben ein Ende bereiten. Es war totenstill hier, so dass er sich vorsichtig wieder nach innen traute, um aus dem Küchenbereich ein Messer zu holen. Es vermittelte ihm ein gewisses Sicherheitsgefühl. Die Stadt war mittlerweile menschenleer und als er auf den Berg etwas abseits der regulären Wege schritt, wurden die monotonen Wortfolgen lauter und er hörte ein dunkles Summen in der Luft. Die Luft war hier etwas schwerer zu atmen und ein dünner Nebel breitete sich weiter oben aus. Was war das? Mischten sie irgendeinen Stoff in die Luft? Geduckt lief er schnell zu dem neuen Trakt, aus dem das Leuchten und die prähuman anmutenden Wortfolgen kamen. Aus dem fehlenden Dach drang ein Schimmer, der alles in der Umgebung in eine seltsame Farbe tauchte. Er würde diese verdammte Zeremonie stören. Er würde klarmachen, dass man ihn so nicht behandeln konnte. Das Messer an seinem Gürtel gab ihm etwas Sicherheit, als er die Türe zum Nebengebäude aufstieß und hineinging. Überall standen Leute, starr im Kreis, ihre Worte rezitierend. Große Teile des Dorfes erkannte er wieder. In der Mitte des Kreises lag ein glühender Stein in einer Mulde. Erst wurde er gar nicht bemerkt, bis der Busfahrer auf ihn zeigte und rief: Er ist noch da! Die Leute drehten sich zu ihm um, unterbrachen aber nicht ihr Sprechen. Ich kümmere mich darum. In den Augen des Besitzers lag unbändige Wut, als er Leander sah und auf ihn zutrat. Leander wollte schon das Messer packen, aber der Besitzer presste blitzschnell Leanders Arme an die Wand und machte ihn handlungsunfähig. Haben wir es nicht im Guten versucht? Schrie er ihn an. Dieser kranke Kult hier muss ein Ende finden! Hören Sie mit diesem Ritual auf! Der Besitzer schüttelte den Kopf. Wie der Abt. Das Summen wurde lauter und der Besitzer fing an zu schreien, damit Leander ihn überhaupt noch verstehen konnte. Das Summen wurde lauter und lauter. Wir haben alles getan, alles versucht! Mit Wut warf er ihn auf den Boden. Das Summen erlangte eine unglaubliche Intensität und auch das Leuchten wurde stärker. Euer kranker Kult! Das alles muss ein Ende finden! Schrie Leander und der Besitzer lachte ein verzweifeltes Lachen. Hinter ihm konnte Leander sehen, wie sich das Leuchten nun auf einen Punkt konzentrierte. Plötzlich war es ganz still. Weißt du, warum wir dich verjagen wollten? Nicht, weil wir ein Kult oder eine Sekte oder so etwas sind. Diese Ankunft ist real. Warum? Was passiert hier? Ich weiß es nicht, verdammt. Dieser Meteorit hat den ganzen Ort verseucht, das Blut der Leute, unsere Körper. Er zeigte Leander das Mal. Alle paar Jahre kommen sie wieder. Alle paar Jahre gibt es eine neue Ankunft. Es beginnt mit einer winzigen Störung im Fernseher. Nach ein paar weiteren Störungen wird klar, dass es bald wieder soweit ist. Er ging näher zu ihm heran. Wir wollten dir nicht schaden, wir wollten dich retten. Doch nun ist alles zu spät.
Er stand wieder auf und Leander sah sich einer sich formenden Gestalt gegenüber, die über dem Stein zu schweben schien und entfernt einem Fötus ähnelte. Leanders Gesichtsausdruck wurde immer entsetzter, als sich die Verwandlung des ersten Wesens dem Ende zuneigte und sich weitere Kreaturen herausbildeten. Die konkrete Form der Wesen wurde immer klarer, fremdartig, nicht von dieser Welt. Sein Blut, welches definitiv nicht zu dem Ort gehörte, hörte auf, in seinem Körper zu zirkulieren, und er spürte einen tiefen, brennenden Schmerz in seiner Brust. Leanders Augen weiteten sich noch ein einziges Mal, als eines der Wesen ihn direkt ansah, und er spürte, wie seine Haut und sein Fleisch in seinen letzten Momenten in Zeitraffer zerfielen.